Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung, die ich hiermit für eröffnet erkläre. Und Sie kennen das wahrscheinlich schon, auch die einige Sachverständige, dass es, bevor wir richtig inhaltlich starten, noch einige Bekanntgaben zu machen gibt. Vor allen Dingen in der Zeit, wo wir nicht alle in Gänze hier im Ausschusssaal vertreten sind, sondern auch hybrid in der WebEx-Konferenz. Wir werden das Beste daraus machen, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Ankündigung für die Abgeordnetenkollegen. Wir haben ja direkt im Anschluss um 17.10 Uhr voraussichtlicherweise den Beginn der namentlichen Abstimmung im Plenum. Wir hatten uns aber vorhin oder heute Morgen schon in einer Ausschusssitzung darauf verständigt, dass wir dann hier trotzdem gegen 17 Uhr zum Ende kommen und dann gemeinsam rübergehen können. Von daher sollten sich dort keine plenumstechnischen Veränderungen ankündigen. Ansonsten sind wir aber auch in der Lage, da kurzfristig drauf einzugehen. Ansonsten machen wir auch diese öffentliche Anhörung in einem Format, das hybrid durchgeführt wird. Das bedeutet für Sie, Sie sehen nicht alle Kolleginnen und Kollegen, die teilnehmen. Einige sind in der WebEx-Konferenz dabei, unter anderem auch einige Sachverständige und auch einige Fraktionskolleginnen und Kollegen, die sich auch im Laufe der Sitzung teilweise hybrid zuschalten werden. Neu ist allerdings auch für Sie hier im Ausschusssaal, dass Sie in der WebEx-Konferenz zu sehen sein werden, nicht nur in der Übertragung über die Kameras, die hier aufzeichnen und auch live streamen, sondern auch über die Kamera hier in der Mitte. Das heißt, wenn Sie Ihr Statement geben, sind Sie automatisch auch für die Kolleginnen und Kollegen in der WebEx-Konferenz zu sehen. Das ist jetzt ein neuer Hinweis. Generation Digitalisierung, welcome to Bundestag. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen die Hauptpersonen dieser Anhörung. Und das sind unsere Sachverständigen, die ich gerne in alphabetischer Reihenfolge ganz herzlich hier bei uns begrüße. Das ist Dr. Rolf Böhnke, der hier im Saal vertreten ist, Diplomat AD. Dann haben wir Philipp Frisch, auch hier bei uns im Saal, Leiter der Advocacy Unit von Ärzte ohne Grenzen hier in Berlin. Bettina Iseli im Saal auch vertreten. Hallo, Programmdirektorin der Deutschen Welthungerhilfe. Heiko Knoch ist zugeschaltet in der WebEx-Konferenz und ist Leiter des Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Dann haben wir auch zugeschaltet in der WebEx-Konferenz Katharina Lump, Vertreterin des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen UNHCR hier in Deutschland, sowie Katrin Schick, auch zugeschaltet, Direktorin von Voluntary Organizations and Corporations in Emergencies Voice aus Brüssel wahrscheinlich. Und Ralf Südhoff hier bei uns im Saal, Leiter des Center for Humanitarian Action in Berlin. Außerdem begrüße ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, sowie einige Mitglieder, die sich vielleicht noch zuschalten werden oder schon zugeschaltet haben. Das kann ich jetzt gerade hier nicht sehen. Das ist einmal die Abgeordnete Frau Manderla aus dem Auswärtigen Ausschuss und zu uns kommen wird noch wahrscheinlich 15 Uhr der Kollege Ulrich Lechte, der Vorsitzender des Unterausschusses Vereinte Nationen, Internationale Organisation Globalisierung ist und gleichzeitig auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und außerdem zu uns kommen digital wird Frau Dr. Kofler, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, auch wahrscheinlich so gegen 15 Uhr. Ich weise Sie noch darauf hin, dass wir heute auch live im Parlamentsfernsehen diese öffentliche Anhörung übertragen werden, die dann zusätzlich eben auch im Nachhinein in der Mediathek des Bundestages verfügbar ist. Das heißt, diese Anhörung ist öffentlich. Und außerdem haben wir die Möglichkeit, dass auch weitere Abgeordnete des Ausschusses, ich hatte gerade schon zwei genannt, die Möglichkeit hätten, hier Rede- und Fragerecht zu bekommen. Wenn das der Fall sein sollte, müssten wir das, oder würden wir das ganz normal als Wortmeldung aufrufen. Ich sehe aber keine Gegenstimmen, dann können wir auch entsprechend so im Verfahren weitergehen. Es wird zusätzlich ein Wortprotokoll angefertigt von der Sitzung, das auch im Nachhinein dann abrufbar ist. Und zur Vorbereitung auf die Sitzung haben unsere Sachverständigen entsprechende Stellungnahmen an die vorher eingeladenen Mitglieder versandt. Und falls sie zugestimmt haben, sind diese dann auch möglich öffentlich einsehbar. Zum Ablauf der Anhörung und weil ich das gerade höre, alle Kolleginnen und Kollegen, die über WebEx zugeschaltet sind, stellen gerne ihre Mikrofone aus, es sei denn, sie sind natürlich gerade am Sprechen. Und auch hier die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss würde ich bitten, die Mikrofone dann
ein und auch vor allen Dingen wieder auszuschalten, weil sonst gibt es manchmal eine Rückkopplung, die wir natürlich vermeiden wollen. Jetzt sind drei wichtige Zahlen, die einige von Ihnen sicherlich schon kennen, die uns hier durch die Sitzung führen werden. Das sind 5, 4 und 2. Wir starten gleich in alphabetischer Reihenfolge mit bis zu 5 Minuten Eingangsstatements durch die Sachverständigen. Und im Anschluss gibt es eine Fraktionsrunde, vielleicht eine zweite oder dritte Fraktionsrunde, wo wir entsprechend nach Größe der Fraktionen, das kennen Sie, Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen können. Und für diese Fragen der Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen 2 Minuten zur Verfügung. Und dann wird direkt an die beiden bis zu 2 Sachverständige zurückgegeben. Und dann hätten Sie bis zu 4 Minuten für die Beantwortung. Ich sage das auch immer noch mal an. Die einzige Herausforderung ist, wir würden Sie hier mit einem kleinen Handywecker oder mit meiner Stimme daran erinnern, wenn Ihre Zeit am Ende ist. Ansonsten für die Kolleginnen und Kollegen auf der Tribüne, machen Sie gerne zu Beginn ein paar Fotos, wenn Sie das gerne möchten. Ansonsten würde ich Sie bitten, dann im Verlauf der Sitzung davon eher abzusehen. Und ein weiterer Hinweis, es gibt einen Videografen, der am Anfang auch ein paar Aufnahmen machen wird. Die gehen nicht in Richtung das Abfilmen von Statements, sondern nur um ein paar Schnittbilder und ein paar Eindrücke von der Anhörung hier zu sammeln. Das alles gesagt habend, frage ich Sie noch einmal, ob Sie Fragen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann starten wir in die schon angekündigte Reihenfolge, in alphabetischer Reihenfolge mit den Eingangsstatements unserer Sachverständiger. Und da hätte zunächst das Wort Herr Dr. Böhnke, bis zu 5 Minuten. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Zunächst kurz zu meiner Person. Ich bin unabhängiger Sachverständiger und parteipolitisch unabhängig. Sehr geehrte Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren, vor wenigen Tagen sah ich im Fernsehen, wie eine junge Frau über die grüne Grenze von Venezuela nach Kolumbien flüchtete. Auf dem Arm trug sie ihren wertvollsten Besitz, ihre kleine 2-jährige Tochter. Es war eine Flucht aus dem Elend ihres Heimatlandes in die Not des Flüchtlingsdaseins. Von dem Elend in die Not. Das ist das Schicksal der etwa 80 Millionen Frauen, Kinder und Männer weltweit auf der Flucht. Hier setzt der Grenzbargen ein mit seinem Bemühen, die humanitäre Hilfe zu verbessern. Er will dies in einem großen Wurf erreichen und identifiziert 10 Themenbereiche, die reformiert werden sollen. Ich gehe in meinem mündlichen Statement auf 7 Punkte ein. Erstens, übergreifend ist das Problem der knappen Finanzen. Der Grenzbargen legt großen Wert auf Transparenz der Mittelverwendung als Rechenschaft gegenüber den Gebern wie den Empfängern. Der Grenzbargen hofft, so die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der humanitären Hilfe zu erhöhen. Zweitens, das Eigeninteresse und die Schwerfälligkeit großer Institutionen möchte der Grenzbargen überwinden und die Organisationen zur Zusammenarbeit drängen. Um ein Beispiel zu nennen, Bedarfsanalysen sollen gemeinsam durchgeführt werden. Allerdings gestaltet sich dies in der Praxis schwierig. Festzuhalten ist, Kooperation vermeidet Doppelarbeit und spart Geldmittel, die vor Ort besser eingesetzt werden können. Drittens, die effiziente Mittelverwendung ist ein weiterer Schwerpunkt. Der Grenzbargen, wie auch das Auswärtige Amt, sprechen sich für mehr Barzahlungen statt Sachleistungen und für mehr ungebundene statt gebundener Mittelvergabe aus, sowie für mehrjährige Finanzierung. Die Vor- und Nachteile dieser Verfahrensweisen sind abzuwägen. Viertens, der Grenzbargen will ein ehernes Prinzip der Entwicklungspolitik auch in der humanitären Hilfe stärker zur Geltung bringen, nämlich die Beteiligung der Betroffenen und der Organisationen vor Ort an der Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen. Auch die Stärkung der Rolle der Frauen wird eingefordert. Beides ist zu begrüßen. Wer in Projekten mitgearbeitet hat, weiß, wie zeitraubend das Schreiben von Berichten sein kann. Der Grenzbargen hat hier praktikable Vereinfachungen entwickelt. Das ist ein Pluspunkt. Die eingesparte Zeit kommt den Projekten zugute. Sechstens, die geforderte enge Verzahnung von humanitärer Hilfe mit der Entwicklungshilfe
wird die Situation der Geflüchteten verbessern. Allerdings liegt hier noch ein längerer Weg vor uns. Siebtens, auch wenn der große Wurf nicht in allen Punkten gelungen ist, so hat der Gentbagen doch wichtige Reformen angestoßen. Er hat damit auch einen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen geleistet. Als Fazit lässt sich sagen, dass man in der von Gentbagen vorgezeichneten Richtung fortfahren sollte, aber mit einigen Modifizierungen. Vor allem wäre es zweckmäßig, sich auf wenige strategische Arbeitsbereiche zu konzentrieren. Dabei müssen humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und Krisenmanagement zusammenwirken, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Herr Frisch das Wort, auch bis 5 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, dass ich hier sprechen kann und die Sicht von Ärzte ohne Grenzen darstellen kann auf den Gentbagen und die notwendigen Reformen des humanitären Systems. Als weltweit arbeitende medizinische Hilfsorganisation haben wir natürlich einen sehr speziellen Blick auf diese Art von Reformdebatten, der unter anderem auch dadurch geprägt ist, dass wir tatsächlich als Organisation uns entschieden haben, kein Geld oder so gut wie kein Geld von staatlichen Gebern anzunehmen. Unter anderem nehmen wir auch keine Gelder aus von Staaten der Europäischen Union und sind deswegen fast ausschließlich privat finanziert. Gleich um mit der Kernthese anzufangen. Die Kernthese meiner Stellungnahme ist, wenn das erklärte Ziel ist, humanitäre Bedarfe weltweit besser zu adressieren oder sie im besten Fall schon von vornherein zu verhindern, dann wird man mit einer reinen Reform des humanitären Systems nicht besonders weit kommen. Sondern dann geht es insbesondere auch darum, Politikbereiche in den Blick zu nehmen, die eben genau außerhalb dieses Systems sind. Sprich, die meisten humanitären Probleme können nur außerhalb des Systems gelöst werden und was wir da vor allem brauchen, ist Politikkohärenz. Lassen Sie mich das an 4 kurzen Beispielen erläutern. Erstens, Umgang mit Pandemien und Krankheitsausbrüchen. Die weltweiten humanitären Bedarfe in den letzten Monaten sind durch die Decke gegangen. Und das lässt sich sehr, sehr eindrücklich in den Zahlen auch ablesen. Der Grund dafür ist natürlich wenig überraschend, die Pandemie, mit der wir uns gerade im Moment alle auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig ist die Verteilung von lebensnotwendigen Impfstoffen beispielsweise, aber auch im Bereich Schutzkleidung und andere medizinische Produkte weltweit extrem ungleich und ungleich verteilt. Und es geht insbesondere um die Finanzkraft der Staaten, die bestimmt, wie viel sie sich tatsächlich leisten können. Und der bezahlbare Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten und Diagnostika wird damit zu einer kernhumanitären Frage. Und gleichzeitig wird diese Frage nicht von Humanitären gelöst oder adressiert, sondern findet in anderen Politikbereichen statt. Zweitens, Migrationspolitik. Die gleichen Geberstaaten, die sich teilweise mit großer Geste dazu verpflichten, die Effizienz, Transparenz und Wirkmächtigkeit des humanitären Systems und der humanitären Hilfe zu steigern, sind gleichzeitig leider sehr oft auch Staaten, die mit ihrer Migrationspolitik humanitäre Bedarfe überhaupt erst entstehen lassen. Wenn es tatsächlich darum geht, menschliches Leid zu lindern, und ich finde, das ist genau das richtige Ziel, dann wäre schon viel gewonnen, wenn zum Beispiel die Staaten der EU sich auf eine Migrationspolitik verständigen könnten, die tatsächlich den Schutz der Verwundbarsten im Zentrum hat und nicht die Abwehr von vermeintlichen Gefahren oder die Abschottung und Abschreckung. Drittens, Angriffe auf medizinische Einrichtungen. Angriffe auf medizinische Einrichtungen, auf humanitäre Helfende sind inzwischen leider systematischer Teil der Gewalt in vielen Weltregionen. Die Bundesregierung hat sich hier tatsächlich sehr positiv hervorgetan, unter anderem in ihrer Zeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und auch die Verurteilung von Kriegsverbrechern nach dem Weltrechtsprinzip ist natürlich etwas, wo wir hoffen, dass viele andere Staaten dem deutschen Vorbild folgen. Nichtsdestoweniger muss man natürlich trotzdem auch festhalten, dass auch diese Problematiken und die Kultur der Konsequenzen und Straflosigkeit nicht mit dem humanitären System zu lösen ist, sondern insbesondere mit einer Außen- und Wirtschaftspolitik, die tatsächlich Druck ausübt auf genau diese Kriegsteilnehmenden. Viertens die Gefahr Instrumentalisierung und Triple Nexus. Der limitierende Faktor für humanitäre Hilfe ist nicht unbedingt immer Geld und es ist auch nicht unbedingt immer Effizienz. Es ist oft der Zugang, den man bekommt oder eben nicht, um Menschen zu helfen, die in Kriegssituationen, in Kriegsgebieten abgeschnitten sind von Versorgung.
Dieser Zugang lässt sich oft nur dann tatsächlich verhandeln, wenn man als humanitäre Organisation in der Lage ist, glaubhaft darstellen zu können, dass es einem tatsächlich um prinzipienorientierte humanitäre Hilfe geht und um keine anderen politischen Agenden. Sprich, wir können sich, zwar können und sollen sich humanitäre und entwicklungspolitische Maßnahmen besser aufeinander abstimmen, wir müssen aber gleichzeitig, und das ist eben genau die Debatte um den Nexus, sicherstellen, dass die tatsächlich unterschiedlichen Zielstellungen von allen beteiligten Akteuren entsprechend auch wahrgenommen werden und diese unterscheidbar bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, ja, das humanitäre System hat Schwächen und braucht Reform. Und ja, der Grand Bargain und Reformideen gehen oft in die richtige Richtung. Letzten Endes geht es aber auch darum, die Lösung für diese Art von humanitären Fragen und Dilemma außerhalb des Systems zu suchen und tatsächlich eine Politik zu machen, die kohärent daran arbeitet, das Leid von Menschen in dieser Art von humanitären Krisensituationen zu lindern. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herr Dr. Böhnke, würden Sie noch Ihr Mikrofon einmal wieder ausschalten? Super, danke schön. Dann hat als nächste Sachverständige das Wort Frau Iseli, auch hier im Saal. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. 235 Millionen sind auf existenzielle humanitäre Hilfe angewiesen. Hinter dieser Zahl verbergen sich Menschen, die von Krisen, Kriegen und Konflikten betroffen sind. Der Bedarf ist hoch, er ist steigend hoch. Und transparente, effiziente Hilfe wird immer wichtiger. Gleichzeitig sind die Umstände, in denen humanitäre Hilfe geleistet wird, werden immer schwieriger. Völkerrecht wird missachtet, es gibt gezielte Angriffe auf humanitäre Helfer, der Zugang wird verwehrt. Aber auch die formellen Ansprüche an humanitäre Hilfe werden immer größer und der Handlungsspielraum für uns und unsere Partner immer enger. Um als zivilgesellschaftliche Organisation in diesem schwierigen Umfeld arbeiten zu können, brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen, die auch politisch gestaltet werden können und müssen. Das ist einerseits die Ursachenbekämpfung, die wir in den Fokus nehmen sollten, sodass die Bedarfe nicht weiter ansteigen. Wir brauchen breit abgestützte, tragfähige politische Lösungen für Konflikte, Krisen und auch in Bekämpfung des Klimawandels. Aber die betroffenen Menschen brauchen auch flexible, unbürokratische und würdevolle Hilfe. Hier kommt nur der Grand Bargain ins Spiel. Er gibt Hoffnung, dass es möglich ist, Rahmenbedingungen positiv zu verändern, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Die Hoffnung speist sich aus der Tatsache, dass es einen Grundkonsens zwischen verschiedenen Akteuren gibt, wie flexible und würdevolle Hilfe aussehen sollte. Klar, nach 5 Jahren kann das Fazit gezogen werden, wahrscheinlich zu wenig, zu langsam, nicht konsolidiert genug. Aber ziemlich sicher auch ein Schritt oder viele Schritte in die richtige Richtung. Den Weg sollten wir weiter zusammengehen, mit festgelegten Zielen und Indikatoren, die gemessen werden können. In diesem Sinne möchte ich 3 Aspekte beleuchten, die bei der weiteren Umsetzung des Grand Bargain besondere Beachtung verdienen. Ich tue dies aus Sicht einer der größten deutschen NOs, die ein weltweites Netzwerk von Partnerorganisationen hat. Das sind einerseits die Förderbedingungen, die Vorsorge und das Thema Lokalisierung. Förderbedingungen sollten dem Anspruch, der im Grand Bargain beschrieben wird, Rechnung tragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zurzeit müssen wir für jede Situation, wo Nothilfe gefordert ist, Einzelprojektanträge konzipieren. Wir könnten aber auch in Programmen denken, die übergreifend sind, die flexible, bedarfsorientierte Verschiebung von Mitteln ermöglichen, Verwaltungskosten reduzieren und das Berichtswesen vereinfachen. Die Bedarfe der betroffenen Menschen sind überall die gleiche: genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, sich sicher fühlen und Wasser- und Sanitärversorgungen. Das heißt nicht one size fits all. Das bedeutet in einem Fall vielleicht Nahrungsmittel zu verteilen, damit man sofort konsumieren kann, Bargeld, damit man sie kaufen kann, Saatgut, damit man selber anpflanzen kann. So würde die bedarfsgerechte Hilfe flexibel und partizipativ gestaltet werden können. Zweitens Vorsorge. Wir müssen mehr frühzeitig handeln und in Katastrophenvorsorge investieren. Während das alle diese Meinung teilen, ist es trotzdem noch so, dass 90% der humanitären Hilfe in Reaktion geht und nur 1% in vorausschauende humanitäre Hilfe. Wir wissen alle, dass die nächste Generation von Heuschrecken schon in den Startlöchern steht, um die Felder leer zu fressen. Aber erst wenn die Bilder von verelendeten Tieren und hungernden Menschen über die Bildschirme flattern, werden auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Und das könnte man auch anders machen. Drittens, Lokalisierung.
Nicht erst Corona hat gezeigt, dass es wichtig ist, in Beziehungen zu Partnern zu investieren, in guten Zeiten, die dann in schlechten Zeiten tragfähig sind und eine Reaktion auf die unmittelbare Not ermöglichen. Dazu braucht es aber Investitionen in die Befähigung von Partnern und auch einen Rollenwechsel unsererseits. Als Fazit sehen wir, dass wir unbedingt weiter an diesem Thema Grand Bargain arbeiten sollten. Dass wir Bedarfe gar nicht erst entstehen lassen, Ursachen angehen, Vorsorge investieren und die Finanzierungskonditionen so gestalten, dass sie den Anspruch des Grand Bargains Rechnung tragen. Nämlich flexible und effiziente Hilfe, aber auch gemeinsam mit den betroffenen Menschen die Hilfe wertvoll zu gestalten. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt als nächster Sachverständiger Heiko Knoch in der WebEx-Konferenz das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende Jensen, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die Einladung auch im Namen von WFP zu dieser öffentlichen Anhörung bedanken. Seit dem humanitären Weltgipfel und der Verabschiedung des Grand Bargain im Jahr 2016 hat sich die Welt weiter verändert. Laut UN OCHA hat sich der Bedarf an humanitärer Hilfe in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung und die Dringlichkeit für die humanitäre Gemeinschaft, die Wirkung verfügbarer Mittel zu maximieren. Es ist heute wichtiger denn je, denn die verfügbaren Ressourcen können nicht mit der steigenden Zahl von Menschen in Not Schritt halten, besonders in Anbetracht der Auswirkungen von Covid-19. Seit Beginn des Grand Bargain wurde einiges erreicht. Gemeinsam mit Partnern arbeitet WFP weiterhin daran, Hilfe effizienter zu gestalten. Wir begrüßen daher auch Deutschlands aktive Rolle in der Weiterentwicklung des humanitären Systems und die Bemühungen, die im Grand Bargain eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Hierzu möchte ich 3 Beispiele, die die erzielten Fortschritte verdeutlichen, nennen. Erstens, seit 2016 hat sich das Volumen von Bargeldhilfen in der humanitären Hilfe verdoppelt und erreichte Ende 2019 einen Wert von 5,6 Milliarden US-Dollar. WFP begrüßt, dass Deutschland den Einsatz von Bargeld fördert und die Kapazitäten seiner Partner im Bereich innovativer Bargeldtransfers stärkt. So trägt etwa die Blockchain-Technologie zu effizienteren und transparenteren Bargeldtransfers bei. Seit 2017 hat WFP über 900.000 syrische Flüchtlinge in Jordanien und Rohingya-Geflüchtete in Bangladesch mit Hilfe dieser Blockchain-Technologie unterstützt, wodurch erhebliche Einsparungen an Bankgebühren erzielt werden konnten. Zweitens, gemeinsam mit UNHCR, UNICEF und weiteren UN-Organisationen harmonisiert und vereinfacht WFP seit 2018 organisationsübergreifend Partnerschaftsprozesse durch das UN-Partnerportal. Auf diesem sind ca. 14.000 Partner registriert. Die große Mehrheit sind kleine, nationale, zivilgesellschaftliche Organisationen. Das Portal erlaubt es, neue Partner schneller zu identifizieren, lokalen Akteuren gleichen Zugang zu ermöglichen und doppelte Arbeit für UN und für die NGOs zu vermeiden. Drittens, im vom deutschen Co-Vorsitz geleiteten Workstream zur vereinfachten und standardisierten Berichterstattung hat die globale Einführung des 8+3-Formats das Potenzial, Zeitaufwand für Personal und Ressourcen einzusparen. BFP ist dankbar für Deutschlands erhebliche Anstrengungen, dieses 8+3-Berichtsformat auch bei anderen Gebern zu fördern, Anforderungen an die Berichterstattung generell niedrig zu halten und zu standardisieren. Trotz Fortschritten herrscht nach 5 Jahren Konsens, dass der nächste Grand Bargain schlanker werden muss und größeres politisches Gewicht braucht. Nur so können wir weitere konkrete Wirkungen bis 2023 erzielen. BFP unterstützt die 2 gesetzten Prioritäten, welche für die nächsten 2 Jahre identifiziert wurden. Erstens eine kritische Masse an qualitativ hochwertigen Finanzmitteln für eine effektivere und effizientere humanitäre Hilfe. Hier ist WFP für flexible Unterstützung dankbar. Wir begrüßen, dass Deutschland Anstrengungen unternimmt, die Flexibilität der Beiträge zu erhöhen.
Allerdings wird es nur durch nicht zweckgebundene, mehrjährige und erhöhte Finanzierung aller Geber möglich sein, Finanzierungslücken zu schließen und die Reaktion der humanitären Gemeinschaft auf Krisen zu verbessern. Zudem ist es wichtig, die Ursachen humanitärer Not anzugehen, und die humanitäre Hilfe sollte idealerweise einer verzahnten Förderung entlang des humanitären Development Peace Nexus folgen. Zweitens, ein Fokus auf die Unterstützung lokaler Helferinnen und der Einbeziehung der betroffenen Menschen. Hier würde ich auch nochmal das UN-Partnerportal nennen wollen, das erhöhte Transparenz, Effizienz und gegenseitige Rechenschaftspflicht darlegt und Schritte in diese Richtung bietet. Zudem setzt sich WFP für eine Diskussion auf Länderebene ein, denn um den humanitären Bedarfen gerecht zu werden, sollten diese Gespräche so nah wie möglich an den tatsächlichen Kontexten mit den betroffenen Gemeinschaften und lokalen Helferinnen geführt werden. Abschließend lässt sich anmerken, dass eine gemeinsame humanitäre Antwort auf Covid-19 als Katalysator für mehr Effizienz und Fortschritte in Schlüsselbereichen dienen kann, um den wahren Quid pro Quo-Geist des Grand Bargain umzusetzen. Die großen Herausforderungen, vor denen wir angesichts vieler Krisen und riesiger Bedarfe weltweit stehen, erfordern weitere gemeinsame Anstrengungen des humanitären Systems. In enger Partnerschaft mit einer Vielzahl von Akteuren befindet sich Deutschland diesbezüglich bereits auf einem guten Weg, und wir würden es sehr begrüßen, wenn noch mehr Geber diesem Beispiel folgen würden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann hat als Nächste das Wort auch in der WebEx-Konferenz Frau Lump. Vielen Dank und auch herzlichen Dank im Namen von UNHCR für die Einladung zu dieser Anhörung. Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, habe ich die letzten 3 Jahre das UNHCR-Büro in der Türkei geleitet und bin erst seit Anfang dieses Jahres wieder in Berlin. Insofern freut es mich sehr, schon so früh in meiner zweiten Amtszeit in Deutschland mit Ihnen über diese Themen in Austausch treten zu können. Es hat mich auch gefreut zu sehen, dass der Ausschuss sich in der Vergangenheit auch intensiv mit den Entwicklungen seit dem humanitären Weltgipfel und insbesondere mit dem Grand Bargain beschäftigt hat. Ich denke, daran zeigt sich, dass die in Istanbul gemachten Selbstverpflichtungen in Deutschland sehr ernst genommen werden und dass die zunehmend wichtige Rolle, die Deutschland international im Bereich der humanitären Hilfe eingenommen hat, vom Bundesrat mitgetragen wird. Ich möchte zunächst auf wichtige Fortschritte sowie Herausforderungen im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Grand Bargain eingehen und danach noch kurz ein Thema ansprechen, das ebenfalls eine Herausforderung ist und bleibt, der humanitäre Zugang. Zunächst zum Grand Bargain. Ein vorläufiges Fazit des Grand Bargain braucht den Blick auf seine ursprünglichen Ziele. Vereinfacht gesagt, ein Quid pro Quo von mehr Effizienz und Transparenz seitens humanitärer Organisationen, im Gegenzug für mehr Vertrauen und Flexibilität zu Gebern. Der Erfolg sollte daher mit Blick auf diese grundsätzliche Zielsetzung beurteilt werden. Viele Akteure, auch UNHCR, haben stark in die Umsetzung des Grand Bargain investiert. Der unabhängige Bericht für das Jahr 2020 zum Grand Bargain kommt zu dem Schluss, dass dieser als Mechanismus geeignet ist, Veränderungen in der humanitären Hilfe anzustoßen und zu fördern. Das entspricht auch unseren Erfahrungen bei UNHCR. Dabei sind die Resultate in den Arbeitssträngen nach 5 Jahren sicherlich sehr gemischt. Zu den Arbeitssträngen, in denen aus unserer Sicht wichtige Fortschritte erzielt werden konnten, gehört, wie von anderen auch genannt, die Bargeldhilfe. Auch UNHCR hat das Ziel erreicht, seit 2015 die in Bargeldhilfeprogramme investierten Mittel zu verdoppeln. Im letzten Jahr hat UNHCR Bargeldhilfeprogramme in 100 Ländern umgesetzt, die 8,5 Millionen Menschen zugute kamen. Auch die Koordinierung unter Partnern ist inzwischen wesentlich effektiver. Gemeinsame Bargeldhilfemechanismen, unter anderem mit WFP, UNICEF und OCHA, gibt es in nunmehr 25 Ländern. Die Vorteile von Bargeldhilfeprogrammen wurden während der Pandemie besonders deutlich. Betroffene entscheiden selbst, wofür sie die Hilfe am dringendsten benötigen. Und dank neuer Technologien ist Bargeldhilfe eine schnelle, praktikable und sichere Form der Hilfe, auch weil sie mittlerweile vielerorts kontaktlos erfolgen kann. Auch das quantitative Ziel der Lokalisierung, 25% der Programmausgaben über lokale und nationale Partner umzusetzen, haben im vergangenen Jahr
10 Unterzeichner des Grand Bargain erreicht. Der Grand Bargain als auch die Pandemie haben diese Bemühungen weiter vertieft. Neben dem gestiegenen finanziellen Volumen wurden von UNHCR auch Maßnahmen ergriffen, die dem Kapazitätsaufbau von nationalen und lokalen Partnern dienen und Mehrjährigkeit ermöglichen. Alle UNHCR-Partner verwenden nun das einheitliche Berichterstattungsformat, das vom Auswärtigen Amt mitentwickelt wurde und, wie von meinem WFP-Kollegen erwähnt, ein gemeinsames UN-Partnerportal reduziert den Verwaltungsaufwand für lokale und nationale Partner. Neben diesen und anderen Fortschritten, die wir bei der Umsetzung des Grand Bargains sehen, stellen sich aus unserer Perspektive konkret zwei Herausforderungen. Insgesamt geht der Trend in der Zweckbindung der zur Verfügung gestellten Mittel nicht in die richtige Richtung. Und sogenannte Assessments oder Evaluierungen durch Geber nehmen zu statt ab. Diese haben sich nach einer Studie seit 2016 mehr als verdoppelt. Deutschland ist ein guter und verlässlicher Geber und mittlerweile der zweitgrößte für humanitäre Hilfe weltweit. Doch nicht überall sieht es aus unserer Erfahrung so aus. Wir würden uns wünschen, dass Deutschland sein Gewicht einsetzt, damit auch andere Geberländer flexibler werden, mehr Vertrauen zeigen und sich bei den erwähnten Assessments besser abstimmen. Mit Blick auf die Ziele des Grand Bargain wäre dies ein wichtiger Beitrag. Es bedarf noch mehr verlässlicher und flexibler Geber, damit humanitäre Hilfe effizient geleistet werden kann, gerade auch angesichts der Herausforderungen der Pandemie und ihrer Folgen. Ebenfalls eine große Herausforderung bleibt der humanitäre Zugang in vielen Krisen. Ein Thema, dem sich auch das Auswärtige Amt in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewidmet hat und bei dem wir auf deutsche Unterstützung zählen können. Die Covid-Pandemie hat humanitäre Organisationen wie alle diesbezüglich vor neue Herausforderungen gestellt. Auch wir mussten uns umorganisieren, Hygienekonzepte entwickeln und umsetzen, um gemäß der Devise to stay and deliver weiterhin Hilfe leisten zu können. Vielerorts waren es in der Tat die Betroffenen selbst, die sich als Freiwillige oder in lokalen Gruppen mit unserer Unterstützung in ihren Gemeinschaften eingesetzt haben, um sich und andere gegen die Pandemie zu schützen. In der Pandemie hat sich also nochmals deutlich gezeigt, wie zentral Partizipation und Community-Based Approaches auch Anliegen des Grand Bargains in der humanitären Hilfe sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Dann hat als nächste Sachverständige auch in der WebEx-Konferenz das Wort Frau Schick. Ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, hier vor dem Ausschuss zu diesem wichtigen Thema sprechen zu können. Leider kann ich heute nicht persönlich da sein, Auflagen auf beiden Seiten von Grenzen, und freue mich trotzdem, auf diesem Wege zugeschaltet zu sein. Voice ist der Dachverband von 88 europäischen NGOs, NROs, die humanitäre Hilfe leisten, gerade auch in dieser Covid-Pandemie. In Deutschland haben wir 12 Mitglieder. Und an dieser Stelle möchte ich gerne betonen, dass die NROs weltweit den größten Teil der humanitären Hilfe leisten, zusammen mit Roten Kreuz und UNO-Organisation. Die größte Herausforderung auch für die NROs ist der Zugang zu den betroffenen Menschen, speziell in Konflikten wie in Jemen, Syrien, Somalia und dem Sahel, aufgrund der Missachtungen des internationalen humanitären Völkerrechts. Das wichtigste Anliegen ist daher für uns die dringende Notwendigkeit, politische Lösungen zu finden. Das sollten alle Parteien im Wahlkampf als wichtige Priorität für die Außenpolitik definieren. Auch Minister Müller hat im Rahmen der Geberkonferenz zum Jemen die Notwendigkeit unterstrichen, politische Lösungen zu finden. In Konflikten bezahlen die humanitären Helferinnen viel zu oft mit ihrem Leben. Alleine im Kongo sind letztes Jahr 10 ums Leben gekommen, 20 weitere wurden verschleppt. Die aktuelle Covid-Pandemie und lang anhaltende Konflikte lassen den humanitären Bedarf drastisch steigen. Es ist daher von größter Wichtigkeit, den existierenden Reformprozess des sogenannten Grand Bargain im Juni für mehrere Jahre fortzuführen, um mehr Effizienz und Effektivität in der Bereitstellung der humanitären Hilfe zu erreichen. Das AA unterstützt diese Forderung und sollte dabei weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Ein ganz wichtiger Punkt ist hier die Harmonisierung und Vereinfachung der administrativen Anforderungen an die NROs bei Projektbeantragung, Durchführung mit der Berichterstattung, aber auch mit Blick auf Audits. Für lokale NROs werden die bürokratischen Regeln oft zu einer unüberbrückbaren Hürde. Auch die Sanktionen und Verordnungen gegen den Terrorismus erschweren immer mehr die humanitäre Arbeit, da die humanitären Prinzipien der politischen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität nicht mit Sicherheitspolitik verbunden werden können. Sonst gefährdet dies sowohl den Zugang als auch die betroffenen Menschen sowie die NROs. Langfristige und flexible Finanzierungen sind für die NROs ein weiteres wichtiges Thema im zukünftigen Grand Bargain. Ziel ist es, den sogenannten Humanitarian Development Nexus auch vor Ort in den Krisen anzuwenden. Das kann dazu beitragen, dass die lebensrettende Aufgabe der humanitären Hilfe auch mit Wiederaufbau und langfristiger Entwicklung verbunden werden kann. So kann man einen recht wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die betroffenen Menschen widerstandsfähiger für zukünftige Krisen werden. Ganz herzlichen Dank. Dann herzlichen Dank auch an Sie. Last but not least hier im Ausschusssaal, Ralf Sliethoff für das CHA. Ja, herzlichen Dank auch von mir für die Einladung, Frau Jensen, liebe Abgeordnete. Wir freuen uns, erneut hier sein zu dürfen. Wir freuen uns vor allem auch über die Anhörung. Es ist uns ja ein wichtiges Anliegen, solche wichtigen politischen Themen auch in den Ausschuss und in die deutsche Debatte zu bringen. Wir freuen uns auch, weil der Zeitpunkt, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Die Anhörung kommt in einem Jahr, die womöglich rückblickend mal, wenn es gut läuft, als eine Zäsur der humanitären Hilfe benannt werden könnte. Die Covid-19-Pandemie hat viele Herausforderungen massiv unterstrichen, die gleichzeitig ein Trend sind und strukturell die humanitäre Hilfe vor große Herausforderungen seit vielen Jahren stellt. In aller Kürze, erstens, die humanitäre Hilfe ist heute so wichtig wie selten zuvor. So viele Menschen sind in Not wie noch nie und gleichzeitig sind die Bedarfe, ihnen zu helfen, in finanzieller Hinsicht heute 20-mal höher als noch vor 20 Jahren. Zweitens, die Prinzipien für eine unparteiische, neutrale Hilfe sind so gefährdet wie vielleicht seit dem Kalten Krieg zumindest nicht mehr. Und auch die Covid-Pandemie hat dies eher verstärkt. Die Maßnahmen zum Shutdown, auch in dem globalen Süden, haben die Zivilgesellschaft stark beeinträchtigt und damit auch vielfach humanitäre Helferinnen und Helfer ihren Zugang und ihre Arbeit. Drittens muss die humanitäre Hilfe sich genau deswegen grundlegend verändern. Und wir glauben, dass der Grand Bargain dafür ein ganz wichtiges Instrument und ein ganz wichtiger Prozess ist. Warum glauben wir das? Wir haben das versucht, in 10 Thesen in unserem Statement zusammenzufassen für den schnellen Leser. Ich versuche mal noch schneller 5 davon herauszugreifen in aller Kürze. Erstens, der Grand Bargain ist aus unserer Sicht ein so inklusiver und umfassender Prozess wie kein zweiter, weil er Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen wie auch Rotkreuz und Rote Halbmondbewegung zusammenbringt. Zweitens, nach 5 Jahren hat der Grand Bargain es aus unserer Sicht geschafft, auf der Mikroebene durchaus Pilotprojekte und Programme anzustoßen, die großes Potenzial mit sich bringen und vielversprechend sein können. Innovationen wie Bargeldprogramme wurden schon angesprochen. Doppelt so viel Hilfe wird heute in Bargeld weltweit geleistet, was prinzipiell, wenn es möglich ist, eine viel würdevollere und viel flexiblere Hilfe für die Menschen vor Ort ist. Bürokratieabbau war auch schon genannt. Drittens, aus unserer Sicht hat es der Grand Bargain gleichzeitig nicht geschafft, wirklich Prozesse zu verändern, also sein eigentliches Ziel zu erreichen. Der Grand Bargain wollte auf der Makroebene die humanitäre Hilfe in ihren Prozessen und auch in einer gewissen Systemrelevanz verändern. Das ist aus unserer Sicht noch nicht gelungen. Woran kann man das festmachen? Beispiel Lokalisierung, eine Revolution der Partizipation, dass die Betroffenen selbst auch zu Wort kommen, dass sie gehört werden und dass ihre Vertretungen auch in den entscheidenden Prozessen in den Ländern selbst beispielsweise im Management, in den Entscheidungen eingebunden sind. All das hat sehr, sehr wenig Fortschritte erzielt. Festgemacht wird es vielfach an der finanziellen Seite. 25% der humanitären Hilfe sollte an lokale Helferinnen und Helfer gehen. Das erlaubt auch noch mit dem Umweg über eine internationale Organisation, die dies vermittelt. Auch das haben nur etwa 10 der Unterzeichner des Grand Bargains erreicht. Die direkte Hilfe beispielsweise in der Covid-Pandemie direkt an lokale Helferinnen und Helfer ging, war nicht mal ein Promille.
Dass diese Prozesse und eine gewisse Systemrelevanz nicht erreicht wurden, lässt sich auch festmachen an Querschnittsthemen. Der Nexus war schon genannt, eine bessere Verzahnung von humanitärer Hilfe, von entwicklungspolitischen Fragen und vor allem auch von Friedensfragen mittlerweile. Wenn 80% der humanitären Hilfe heute in Konflikte gehen muss, ist tatsächlich auch nicht wirklich weiter gekommen. Das betrifft sowohl die internationale Ebene wie auch deutsche Debatten. Schrägstrich, wenn dann droht eine Instrumentalisierung vielfach dieser Verzahnung, statt ihre Potenziale, die wir durchaus sehen, dann auch wirklich zu nutzen. Aus unserer Sicht ist die Bilanz des Grand Bargains daher vielfach gemischt. Man würde vielleicht im humanitären Jargon sagen, es gab viele Outputs, viele Initiativen, aber die Outcomes, die eigentlichen Wirkungen, wurden noch nicht erzielt. Das richtet sich aber keineswegs, vielfach wird der Grand Bargain ja mehr so als ein geberorientierter Prozess debattiert, nur an Regierungen, sondern es ist eine Verantwortung von den Hilfsorganisationen, von Nichtregierungsorganisationen, von den UN, wie auch Regierungen selbst. Und eine gewisse Rosinenpickerei, sich Projekte herauszusuchen, die für die Organisation, wo man gut dasteht, die eigene Organisation auch voranbringen und andere eher zu vernachlässigen und begrenzt auch über diese und die eigenen Verpflichtungen zu berichten, wird auch vielfach konstatiert. Aus unserer Sicht ist deswegen ein wichtiger Schritt, eine Fokussierung auf wenige strategische Themen des Grand Bargains jetzt anzudenken und diese tatsächlich transparent und nachvollziehbar voranzubringen. In dem Sinne würden wir uns freuen, wenn auch die Bundesregierung schwerpunktmäßig drei Bereiche voranbringen könnte in einem hoffentlich folgenden Grand Bargain-Prozess. Einmal Lokalisierung, beispielsweise auf ganz praktische Art und Weise könnte die Kooperation auf Augenhöhe zur Förderung von Organisationen ein entscheidendes Kriterium werden unter der Fragestellung, warum wird nicht mit lokalen Partnerinnen gearbeitet, warum ist dies nicht möglich, was ja vielfach auch der Fall ist. Aber wenn das möglich ist, muss es eben auch geschehen. Verwaltungsausgaben, Investitionen in die Kapazitäten von lokalen Partnerinnen und Partnern müssen gefördert werden und auch von ihren Partnerorganisationen gefördert werden, sprich auch Verwaltungsmittel weitergeleitet werden, die dann teils auch von dem Auswärtigen Amt anteilig mitfinanziert werden könnten. Das fordern dann auch NGOs selbst, wie Oxfam und Caritas beispielsweise. Herr Südhoff, kommen Sie gleich zum Schluss? Ich komme ganz bald zum Schluss. Das Potenzial der Lokalisierung fasse ich vielleicht zusammen mit einem Zitat. Wer steckt schon, Zitat einer führenden NGO-Repräsentantin aus Deutschland, wer steckt schon freiwillig alle seine Energie in das Projekt, sich selbst abzuschaffen? Ich nenne kurz die anderen zwei Themen. Das Qualität der humanitären Finanzierung, mehrjährige, mehr flexible Förderungen. Die Bundesregierung hat hier Fortschritte erzielt mit mehrjährigen Förderzusagen. NRC, IRC haben sehr gute Vorschläge gemacht. Zusammenfassendes Zitat, es scheint kein großes Interesse der Geber zu geben, diese Vorschläge aufzugreifen. Deutschland hier sicherlich eher ein positives Beispiel. Drittes Element, Gender, geschlechtersensible humanitäre Hilfe voranzubringen, aber jenseits von einem Box-Ticking. Es werden ja auch Frauen und Mädchen gefördert, also ist das doch ein gendersensibles Projekt, sondern was wirklich Machtverhältnisse ändert, wäre ganz entscheidend. Zitat vom Thema Gender hört man vor allem, dass es dieses gibt. Letzter Punkt, wie sollte es im Grand Bargain weitergehen? Herr Südhoff, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Perfekt. Wie sollte es mit dem Grand Bargain weitergehen? Wir glauben, dass es wichtig ist, in der Tat mehr Kohärenz zu schaffen im Grand Bargain selbst, humanitäre Prinzipien zu achten und institutionell auch zu Veränderungen kommen. Im Auswärtigen Amt ist beispielsweise, um es an einer Stelle ganz konkret zu machen, bis heute die humanitäre Hilfe Teil der Abteilung Stabilisierung und Sicherheit. Wir glauben, es braucht eine eigene Abteilung H für humanitäre Hilfe und einen Außenminister, der der humanitären Hilfe die Priorität gibt, die sie verdient. Vielen Dank. Punkt. Super. Nur schon mal an die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Ich werde mit Ihnen strenger sein, denn die Expertinnen und Experten sind ja diejenigen, von denen wir auch tatsächlich hören wollen. Wir starten jetzt in unsere Fraktionsrunde. Und der Erste, der eine Frage stellen möchte für die CDU-CSU-Fraktion, ist Frank Heinrich. Bis zu zwei Minuten. Ich Max. Weiß. Tatsächlich, wirklich. Ja, bis zu zwei Fragen. Ich habe auch zwei Fragen. Aber erstmal möchte ich vorspannen als Fraktion wie auch ein großes Dankeschön, Armand, dass Sie hier sind, dass Sie dem Thema Priorität geben. Und wir haben aus Ihrer Runde teilweise die Stimme gehört, wir sollen ihm auch in unserem Ausschuss mehr Priorität geben, was wir hier mit diesem Thema auch ein bisschen tun. Eine Frage an Sie, Frau Iseli. Sie haben von den Plus und den Minus gesprochen, auch in dem, was Sie uns zugearbeitet haben, zu wenig, zu langsam, ja, manchmal auch zu inkongruent oder inkonstruktiv. Jetzt haben wir Montag diesen Zufluss, den potenziellen Zufluss gehört, der ist viel zu wenig, ein enttäuschendes Ergebnis.
Bei uns, wir teilen das flexibel auf zwischen Auswärtigem Amt und dem BMZ. Sie sagen, ich würde zum Jemen gerne eine Frage stellen, da sind Sie als Welthungerhilfe tätig, dass auch humanitäre Hilfe verhindert und Völkerrecht gebrochen wird, die Bevölkerung wird ausgehungert. Da würde ich gerne wissen, ob Sie ein bisschen näher ausführen können, welche konkreten Schritte dringend unternehmen werden müssten, um humanitäre Hilfe dort noch besser zu erleben, an dem Beispiel. Sie können Beispiele, das mit den Heuschrecken, das war sehr deutlich, die in den Startlöchern sind. Also Ihrer Meinung nach, wie da auch die Verantwortlichen dann zur Rechenschaft gezogen werden können. Und an Sie, Herr Südhoff, ich hoffe, Sie konnten wieder durchatmen. Sie haben in der Stellungnahme zu dem Ziel geschrieben und manches davon jetzt auch gerade wiederholt, dass es zu einem systemischen Kulturwandel eines systemischen Kulturwandels bräuchte. Und Sie sagen, nach unserer Auffassung, wir müssen natürlich gucken, dass Gelder auch tatsächlich vor Ort ankommen, Lokalisierung. Sie weisen auf die Rolle von Mittlerorganisationen in dem Zusammenhang hin. Können Sie ein bisschen tiefer gehen, welchen Beitrag könnten diese zu dieser Erreichung des Ziels beitragen? Und eine Nachfrage, die Lokalisierung und die Entbürokratisierung stehen manchmal in einem Widerspruch oder in einer Spannung zueinander. Wie da besser auflösbar ist. Danke. Das war eine Punktlandung. Zunächst hat Frau Iseli das Wort, bis 4 Minuten jetzt und dann Herr Südhoff danach. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Die Hilfe in Jemen, die Welthungerhilfe durchführt, das machen wir genau mit einem Partner, der direkt vor Ort ist, unter sehr schwierigen Bedingungen. Wir sind sowohl im Norden als auch im Süden tätig und müssen uns den jeweiligen Gegebenheiten von den lokalen Regierungen oder den machthabenden Regierungen im Prinzip uns damit arrangieren, um Hilfe leisten zu können. Aus meiner Sicht ist Jemen ein gutes Beispiel, wo sehr vieles gelöst werden könnte, wenn man vehementer politische Lösungen andenken wollen würde. Also der Herr in der Tagesschau war ja auch der Herr Maas, der hat das auch nochmal unterstrichen, dass das so nicht weitergehen kann. Aber im Prinzip müsste man ja global auch über UN-Mechanismen schauen, wie man diesen Konflikt stoppen kann. Weil solange diese Ursache nicht behoben ist, also der Konflikt nicht aufhört, wird nicht dazu führen, dass wir weniger Bedarfe haben. Und das Zweite ist Jemen auch ein gutes Beispiel von diesem eingeengten Handlungsspielraum, von dem ich gesprochen habe. Also das ist als Welthungerhilfe, um uns zu registrieren. Das sehen wir an der Art und Weise, wie das ein Partner von uns gemacht hat. Das hat 8 Jahre gedauert, bis eine formelle Registration vor Ort zur Verfügung stand, so dass man überhaupt tätig gewesen ist. Der Partner, mit dem wir arbeiten, der hat das jetzt und kann agieren. Aber da sehen wir, wie eingeschränkt dann eigentlich aufgrund von Vorgaben und also Regierungsvorgaben überhaupt der Handlungsspielraum ist. Und insofern, glaube ich, bräuchte es genau in solchen Konflikten halt ein wirklich vehementes Vorgehen um eine politische Lösung, im Wissen, dass das schwierig ist, aber das anzugehen, weil sonst wird sich die Situation der hungernden Menschen nicht verändern. Herzlichen Dank, Herr Südhoff. 4 Minuten. Ich gucke aufs Handy, ich vermisse diese gnadenlose Uhr, die da sonst runterläuft. Vielen Dank für die Frage, Herr Heinrich. Kulturwandel, 2 Beispiele, vielleicht in aller Kürze. Stichwort Innovation in der humanitären Hilfe. Ein Kulturwandel, der eine Fehlerkultur erlaubt, der erlaubt, Dinge auszuprobieren, der nicht mit dem Klischee suggeriert, jeder Euro, der gespendet oder zugewandt wird, kommt natürlich an. Was ein absurdes Versprechen ist und natürlich niemand halten kann, wäre ein Kulturwandel, der in dem Bereich, glaube ich, wichtig wäre und der humanitären Hilfe auch insgesamt gut täte. Aber Sie fragten auch speziell nach dem Stichwort Lokalisierung. Ein Kulturwandel, der von uns allen, es gibt ja auch eine umfassende Rassismusdebatte im humanitären Sektor, der von uns allen eine Haltung endgültig fordert, abzustreifen von dem weißen, männlichen humanitären Helfer, der in den Süden geht und den armen Menschen Gutes tut. Dass es dort durchaus noch viel Verhandlungsbedarf gibt, ist, glaube ich, auch unbestritten und ist eben im Grunde auch so ein bisschen der Kern dessen, warum es allein schon aus dem Grund notwendig ist, die Menschen vor Ort in Entscheidungsprozesse einzubinden, sie ihnen Gelegenheit zu geben, ihre realen Bedürfnisse wirklich zu äußern und zu definieren, die Hilfe auch zu kritisieren. Dort ist vieles passiert, auch in Form von Hotlines und innovativen Instrumenten, die Menschen auch tatsächlich zu befragen, selbst wenn sie quasi unerreichbar sind. Aber es gibt eben auch noch sehr, sehr große Herausforderungen, gerade in den Entscheidungsgremien, beispielsweise in den Clustern vor Ort, in den Gremien, die sogenannten Pooled Funds, die gemischten
Fonds, die ein ganz, ganz spannendes Instrument der Zukunft, glaube ich, sein können, in denen aber wiederum lokale Vertreterinnen und Vertreter kaum etwas zu sagen haben. Das zu verändern, ist, glaube ich, ganz wichtig. Gleichzeitig, Sie hatten nach den Mittlerorganisationen gefragt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch nicht naiv zu sein. Die Lokalisierungsdebatte krankt aus meiner Sicht auch ein bisschen zwischen denen, die sagen, das muss man natürlich die Menschen vor Ort entscheiden lassen, und einer ja durchaus auch vielfach legitimen und effektiven Hilfsmaschinerie, die ganz anders funktioniert. Mittlerorganisationen wie beispielsweise die hier Anwesenden können, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen, weil sie vor Ort Projekte koordinieren, monitoren und auch die internationale Perspektive und Professionalität nach Standards dieses Systems einbringen können. Aber das ist eben nur eine Rolle, und die kann man natürlich auch durchaus etwas bezahlen. Also die Kritik an der Verwaltungskosten, die dann eine Kette von Organisationen mit sich bringt, ist natürlich berechtigt. Es ist aber auch keine Lösung, das Auswärtige Amt mit seinen 60 Personen, die sich um humanitäre Hilfe und ein Budget von 2 Milliarden Euro kümmern müssen, zu sagen, koordiniert doch jetzt bitte jedes kleine Projekt in jedem Land. Das ist natürlich eine Überforderung, wo es auch legitim ist, dass das Auswärtige Amt sagt, das können wir prinzipiell nicht leisten. Herzlichen Dank. Machen Sie Ihr Mikrofon auch gleich wieder aus. Perfekt. Dann hat jetzt der Nächste für die AfD-Fraktion das Wort, Jürgen Braun. Bis zu 2 Minuten. Ich hatte vorher vergessen zu sagen, Sie können bis zu 2 Sachverständige mit einer beliebigen Zahl von Fragen löchern. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Vielen Dank an die Experten, die hier doch einiges an Informationen auch sehr vielseitig vorgetragen haben. Das ist ja auch der Sinn einer solchen öffentlichen Anhörung, dass wir um einiges hoffentlich klüger aus der Sache wieder rausgehen als Abgeordnete, als wir reingegangen sind. Und das ist ja gerade beim Grand Bargain, gibt es ja viele, viele Aspekte, die von uns hier aus Berlin nicht immer so einfach zu durchschauen sind. Das muss man mal ganz klar festhalten. Und es fängt ja schon an mit der Begrifflichkeit, dass eben viele Menschen, wenn man von Grand Bargain spricht, irgendeine andere Vorstellung haben, weil es um andere Themen geht. Das ist ein beliebter Begriff, der immer so quasi einen großen Wurf, ein großes Vertragswerk signalisieren soll. Wir versuchen es nun bei der humanitären Hilfe, und die Vertragsstaaten machen das schon sehr lange jetzt. Dennoch ist bei dem Bericht des HPG manches recht nüchtern und, um nicht zu sagen, ernüchternd. Die Abmachung funktioniere nicht, sie werde zu einem nutzlosen Rahmenwerk. Herr Dr. Böhnke, Sie haben ja nun jahrzehntelang mit diesen internationalen Organisationen zu tun gehabt. Da frage ich mich, ist das der Grand Bargain an der Stelle dann nicht gescheitert, wenn man das so nach mehreren Jahren feststellen muss? Oder was könnte man auch daran ändern? Und die zweite Sache, auch relativ kritisch, sehr kritisch in dem HPG-Report, ist eben ein nicht hilfreiches Auseinanderklaffen von Sichtweisen, was Effizienz bedeutet. Das ist natürlich dann interessant, dass das immer noch nach mehreren Jahren so ein entscheidender Begriff, ein eigentlich auch klarer Begriff wie Effizienz, doch offenbar zu Streitigkeiten führt. Wie soll das dann weitergehen, wenn das da schon hapert an der Stelle? Dankeschön, Herr Dr. Böhnke. Dann haben Sie jetzt bis zu 4 Minuten das Wort. Vielen Dank. Das waren 2 Fragen. Habe ich dann 2x4 Minuten? Sie haben bis zu 4 Minuten das Wort. Dankeschön. Ja, also ist der Grand Bargain gescheitert? Wenn man das streng sieht, hohe Anforderungen stellt, dann könnte man das so sagen. Nicht? Er hat ja nicht das Ziel, was man sich 2016 vorgestellt hat, umfassend erreicht. Aber man muss auch sehen, dass das natürlich im Grunde ein soziales Experiment war, diese Organisationen alle zusammenzuführen. Und von daher konnte man eigentlich nicht erwarten, dass das 100-prozentig erfüllt wird, so wie es geplant war. Und die Frage ist nun, was könnte man nun besser machen? Und nach meiner Auffassung nach müsste man sich jetzt überlegen, auf welche Bereiche sind strategisch und welche von diesen strategischen Bereichen lassen sich umsetzen. Und diese sollte man herausgreifen und da weiterarbeiten. Es ist ja keine Frage, dass die humanitäre Hilfe notwendig ist und dass sie auch fortgeführt werden soll. Und die Frage mit der Effizienz, das ist eine wichtige Frage, weil wir ja nicht wollen, dass das Geld, was gegeben wird, versickert,
das könnte man ja auch woanders noch dann vielleicht besser einsetzen, sondern dass die Mittel so eingesetzt werden, dass sie wirklich die Hilfsbedürftigen erreichen. Und das steckt letztlich hinter dem Begriff Effizienz. Da hat man auch im Grindbargen verschiedene Ansätze gemacht. Das ist im Grunde ein fortlaufender Prozess, den man weiterverfolgen muss. Denn man muss die Hilfsleistungen auch anpassen an die jeweilige Situation. Und von daher ist das Gebiet Effizienz wichtig, das Sie angesprochen haben, weil wir ja wollen, sozusagen, dass das beste Ergebnis für jeden Euro, den wir geben, erzielt wird. Herzlichen Dank. Schalten Sie Ihr Mikrofon auch einmal aus. Vielen Dank. Dann hat jetzt für die SPD-Fraktion Frau Özus das Wort. Bis zu 2 Minuten, bis zu 2 Sachverständige. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will mich zunächst an Frau Lump wenden. Nochmal ganz herzlichen Dank aber an alle Sachverständigen, dass Sie hier sind und uns auch Ihre Berichte geben, die für uns ja ganz wichtig sind. Eins, was schon jetzt mehrfach angesprochen wurde, ist dieses Ziel, Grindbargen-Ziel der Bargeldhilfe. Und der Stellungnahme von Frau Lump ist zu entnehmen, dass der UNHCR die in Bargeldhilfeprogramm investierten Mittel in den letzten 5 Jahren wohl mehr als verdoppelt hat, was ja neben einer größeren Flexibilität auch die Stärkung lokaler Märkte verbindet. Ich würde jetzt gern wissen, in welchem Verhältnis steht derzeit diese Bargeldhilfe zu den Sachleistungen oder auch diese zweckgebundenen Gutscheine beim UNHCR? Macht es Sinn, eine weitere Erhöhung dieses Anteils zu haben? Und vor allen Dingen, an welche Länder denken Sie im Besonderen? Und weil es auch jetzt einige Male angesprochen wurde, der Bürokratieabbau vor Ort. Sie hatten das, glaube ich, Frau Iseli gerade angesprochen. Wie weit denken Sie, oder dann nehme ich Frau Iseli noch als zweite Sachverständige gerne dazu, inwieweit denken Sie, ließe sich das eben auch relativ kurzfristig auch verwirklichen? Vielen Dank. Dankeschön. Dann würde jetzt zunächst Frau Lump in der WebEx-Konferenz bis 4 Minuten das Wort haben. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat haben wir, was Bargeldhilfeprogramme anbelangt, diese in den letzten Jahren massiv ausgeweitet. In 2015 hatten wir Bargeldhilfeprogramme in 33 Ländern. Und jetzt im letzten Jahr waren es über 100. Und insofern haben wir das Ziel der Verdoppelung von Bargeldhilfeprogrammen im letzten Jahr erreicht. Und es hat sich auch gerade in der Covid-Pandemie gezeigt, dass diese Bargeldhilfeprogramme von großem Vorteil sind. Und in 65 Operationen wurden sie entweder initiiert oder bestehende Programme konnten ganz einfach ausgeweitet werden. Im Verhältnis. Könnte ich das da reinbringen? Also erstmal Abra und dann hinterher das andere vielleicht. Einmal an das Voice-Netzwerk. Würden Sie sich einmal lautlos schalten? Das wäre super. Frau Lump, dann haben Sie wieder das Wort. Was zweckgebundene Bargeldhilfe, also Gutscheine und ungebundene anbelangt, ist das Verhältnis bei uns 95% sind nicht zweckgebunden und 5% sind Gutscheine oder Vouchers. In 2020 ist es so, dass die Bargeldhilfeprogramme den Anteil an Sachleistungen übertroffen haben und wir auch eine Strategie verfolgt haben, dass Bargeldhilfeprogramme der Standard sind, also der Default. Und auf Sachleistungen nur dann zurückgegriffen werden kann, wenn Bargeldhilfe aufgrund der lokalen Gegebenheiten nicht möglich ist. Also beispielsweise, wenn es keine zuverlässige Registrierung gibt, wenn es kein funktionierendes Bankensystem gibt oder wenn in der lokalen Markt die Bedarfe nicht decken kann. Und das ist jeweils wirklich sehr kontext- und situationsspezifisch. Aber im Grunde können Sie davon ausgehen, dass
wenn eine Situation, eine Krise oder wenn neue Bedarfe entstehen, dass wir zunächst prüfen würden, ob Bargeldhilfe ein effizientes Mittel ist und der Kontext das erlaubt. Herzlichen Dank. Dann hat Frau Iseli das Wort, bis 4 Minuten. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Auch nochmal zum Thema Bürokratieabbau oder Vereinfachung von Förderbedingungen. Ich denke, dass, und deswegen sind wir auch so positiv zum Grand Bargain, dass ganz viele Pilotprojekte bereits angestoßen worden sind. Also das ist einerseits, vielleicht wenn wir gerade beim Cash anfangen, ich glaube, durch Cash Cards, digitale Lösungen, wird auch viel an Bürokratie abgebaut. Wir sind dabei, digitale Lösungen also zu entwickeln bzw. einzuführen, die beim ganzen Thema Bedarfsassessment, glaube ich, sehr viel weniger Papier bringen werden. Also ich glaube, da gibt es ganz vieles im Bereich Digitalisierung, das man aufnehmen und aufgreifen und weitertreiben kann. Und dann ganz spezifisch jetzt zum Thema auch Bürokratie in der Beziehung zwischen Nichtregierungsorganisation und Geber wurden, finde ich, gute Pilotprojekte angestoßen. Ralf Südhoff hatte einige davon schon erwähnt. Also ich nenne mal das Thema Money Where It Counts, wo es darum ging, wie werden eigentlich Kosten verrechnet. Da hat jeder Geber andere Arten und andere Kosten, sogar innerhalb eines Gebers manchmal pro Förderlinie wird es unterschiedlich gehandhabt. Und sich da zusammenzusetzen und zu sagen, naja, was sind denn Kosten, die man abrechnen kann und welche nicht, und dass das einheitlich ist, das wäre zum Beispiel ein großer Schritt in die richtige Richtung, ist bereits sehr viel Vorarbeit geleistet worden. Auch das ganze Thema Harmonized Reporting, da gibt es auch Pilotierungen, diese 8+3 Formate, also dass 8 Themen in einem Bericht über ein spezifisches Projekt von allen Gebern sozusagen abgefragt werden. Dann gibt es 3, die kann man sich aussuchen. Das wäre auch ein Schritt in die richtige Richtung, wo sehr viel schon gemacht worden ist. Was ich angesprochen hatte zum Thema Programmfinanzierung, das Auswärtige Amt macht da auch Pilotprogramme in dem Sinn, ja nicht Projekte, die man auf jeden Fall auswerten sollte, schauen sollte, okay, was davon kann man weitergehen. Also ich denke, es sind ganz viele auf Mikroebene, wie Ralf das sagen würde, Ideen schon angestoßen worden, ausprobiert worden, die müsste man jetzt auswerten, umsetzen und vorwärts treiben, und zwar mit einer Kraft, die deutsche Bundesregierung ja auch hat als zweitgrößter humanitärer Geber. Das, ich glaube, da könnte Deutschland wirklich auch einen Unterschied machen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat als nächster Kollege Peter Heidt für die FDP-Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen. Das ist ja ein sehr differenziertes Bild, was Sie da gestellt haben. Wobei man das schon erkennen kann, Sie haben einen vorsichtig positiven Ansatz. Und als Freier Demokrat finde ich es natürlich sehr hervorragend, dass Sie gesagt haben, Bürokratieabbau ist ein Thema und wo es auch Fortschritte gibt. Nun ist es so, dass der sichere Zugang humanitärer Organisationen zu Menschen in schwer zugänglichen Konflikten, Krisengebieten hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert, eher im Gegenteil. In einer Reihe der bestehenden und neu entstehenden Konflikte, die auch noch immer länger dauern im Verhältnis zu früher, gehen die Herausforderungen dabei sowohl von Konflikten von nichtstaatlichen Gruppen als auch zunehmend von Staaten aus, die als Teil innerer Sicherheitsstrategien versuchen, humanitäre Hilfe ungestraft zu blockieren und sie manipulieren und zu kontrollieren. Da ist jetzt von mir an Herrn Knoch die Frage, welche hilfreichen Erfahrungen gibt es im Umfang mit der Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe durch die zuständigen Regierungen? Und dann weitergehend, das World Food Programm hatte sich ja verpflichtet, bis 2020 mindestens 25% aller Ausgaben an Ersthelfer, Ersthelferinnen weiterzuleiten. Und da ist die Frage, wie definieren Sie Ersthelfer und haben Sie dieses Ziel tatsächlich erreicht? Welches Ziel ziehen Sie aus der Erfahrung von WFP zur Frage der Lokalisierung und halten Sie diesen Anteil für ausreichend? Und dann hätte ich Herrn Südhoff vielleicht noch auch kurz angesprochen. Sie haben ja von Projekten gesprochen auf Mikroebene. Und neben den traditionellen Akteuren der humanitären Hilfe gibt es ja auch Unternehmen, die sich im Bereich der humanitären Hilfe engagieren. Und Ziel des Grand Bargains war ja, Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren, eben auch Privatsektor, zu verbessern. Und da würde mich interessieren, kennen Sie da Pilotkooperationsprojekte mit der Privatwirtschaft
und wie vielversprechend sind die? Welche Gefahren sehen Sie? Herzlichen Dank. Dann hat jetzt das Wort Heiko Knoch in der WebEx-Konferenz. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zu Ihrer ersten Frage bezüglich Zugang und welche hilfreichen Erfahrungen das WFP in diesem Bereich gewonnen hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man zunächst den Kontext sehr gut verstehen muss. Insofern wären wir sehr dafür, eine Konfliktanalyse zu betreiben, um genau zu verstehen, welche Dynamiken sich vor Ort darlegen. Des Weiteren, glaube ich, gibt es wichtige Instrumente. Zum einen eben die humanitäre Diplomatie. Und da ist es eben auch so, dass wir natürlich sehr dankbar sind für Geber wie Deutschland, die auch den humanitären Access, den Zugang in Foren wie dem UN-Sicherheitsrat oder und dergleichen auf die Agenda bringen und immer wieder anmahnen. Insofern ist es ganz wichtig für uns auch, dass diese humanitäre Diplomatie eben angewendet wird und eben auch sozusagen geleveraged wird in dem Kontext. Ich glaube, man muss aber auch auf lokaler Ebene eben Verhandlungskapazitäten bilden. Und da spreche ich jetzt von den Teams, UN-Teams, die vor Ort sind, humanitäre oder auch Country-Teams mit Partnern, eben dort die Kapazitäten zu stärken, weil Verhandlungen müssen eben auch vor Ort mit den verschiedenen Akteuren stattfinden, um eben ungehinderten Zugang zu erreichenden Zielbevölkerungen zu gelangen. Also ich glaube, man muss auf beiden Ebenen da arbeiten, einmal auf der humanitären Diplomatie-Ebene, aber auch vor Ort mit den Akteuren vor Ort, den UN-Country-Teams, den Humanitarian-Teams, um eben auch Zugang zu verhandeln. Und da ist es wichtig, dass Kapazitäten aufgebaut werden. Zu Ihrer zweiten Frage, die 25% und wie wir, also WFP arbeitet mit einer Vielzahl von Partnern zusammen. Wir haben also vor Jahren schon eine Partnerschaftsstrategie entwickelt. Und da lag uns ganz besonders am Herzen, dass wir eben herausstellen, dass diese Partnerschaft eben von einem sozusagen Transaktionsverhältnis hin zu einer wahren Partnerschaft sich verändert, wo wir die Partner einbeziehen, möglichst von Anfang an, von Assessments, von Programmgestaltung etc. Und wir partnern, die letzte Zahl, die mir zur Verfügung steht, waren 677 Organisationen, das war 2019. Die große Mehrzahl davon sind nationale, lokale Organisationen. Und wir haben also Partner sowohl die Zivilgesellschaft vor Ort als auch Community-based Organisationen, also Gemeindeorganisationen, Bauernvereine, dergleichen. Über den Ressourcentransfer hinweg würde ich aber auch nochmal, wie meine Vorredner auch herausgestellt haben, den Kapazitätsaufbau als einen ganz, ganz wichtigen Punkt darstellen wollen. Und auch hier, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, muss natürlich noch mehr getan werden. Mir fällt dabei ein Projekt ein, wo WFP zusammen mit der Föderation der Rotkreuz-Rothalbmund-Gesellschaften eben in Burundi die lokale Rote Kreuz-Gesellschaft unterstützt hat, eben Kapazitäten aufzubauen, damit eben in antizipativer humanitärer Hilfe dort Kapazitäten dann vorliegen, Frühwarnsysteme etabliert werden. Und das ist ein Projekt, das über mehr als zwei Jahre gelaufen ist. Und da haben wir die positiven Entwicklungen gesehen, wenn sich eben Partner zusammentun und da eben auch investieren. Und Kosten, Verwaltungskosten wurden auch schon angesprochen. Da muss eben auch investiert werden, auch von Mittlerorganisationen wie uns. WFP stellt da auch seinen lokalen Partnern vor Ort bestimmte finanzielle Mittel zur Verfügung. Das sind ganz wichtige Eckpunkte, um das noch weiter auszubauen. Und ich hatte in dem Eingangsstatement ja auch schon erwähnt, dass gemeinsame UNHCR, UNICEF und anderen UN-Organisationen eben ins Leben gerufen haben. Und da geht es auch um Bürokratieabbau, eben um auch dieses Bewerbungsverfahren transparenter und auch einfacher zu machen. Und unter den 14.000 registrierten Partnerorganisationen sind eine Vielzahl von lokalen Organisationen mittlerweile. Dank. Herzlichen Dank. Dann hat als Nächster für die Fraktion der Linken das Wort Michel Brandt in der
Ach so, Entschuldigung, das habe ich jetzt verpennt. Herr Südhoff, Sie haben schon so viel gesprochen, jetzt geht's weiter. 4 Minuten. Ich hätte mich auch nicht getraut, das jetzt einzufordern. Aber sehr gerne. Unternehmenskooperationen sind jetzt nicht Teil unserer Stellungnahme, aber aus meiner früheren Praxis kann ich gerne kurz berichten, dass auf der einen Seite, glaube ich, Sie einen wichtigen Punkt ansprechen, weil das Know-how und die Expertise von privaten Unternehmen eine ganz wichtige Rolle spielen können in der humanitären Hilfe. Beispiel DHL kann in der Logistik massiv seine Expertise und auch seine Kapazitäten in Noteinsätzen teils einbringen. Beispiel in Cash-Programmen und ihre Entwicklung können Bankpartner oder Kreditkarteninstitute wie Mastercard sehr, sehr hilfreich sein und waren es auch in der Vergangenheit. Ich wäre skeptisch andererseits bei der Frage genau zum Punkt von Prozessveränderungen und Zielen, wie sie auch der Grand Bargain definiert, wie Transparenz, wie Einbindung lokaler Partnerinnen und Partner und auch eine Legitimierung von Entscheidungen, ob dafür Privatkooperationen das beste Mittel sind. Die bekannteste Debatte rankt ja stets beispielsweise um die großen Stiftungen, die auf der einen Seite große Mittel auch für humanitäre Hilfe wie die Melinda Gates Stiftung zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sehr bedingt transparent ist, nach welchen Maßstäben wer dort Entscheidungen trifft, welche Entscheidungen warum getroffen werden und ob sie immer den Prioritäten der Menschen vor Ort entsprechen. Also da gibt es, glaube ich, schon auch Grenzen des Engagements im Sinne der Reformvorhaben und um diese voranzubringen. Ich hätte noch 2 Minuten, aber ich würde Sie eher offen gestanden dafür nutzen wollen. Der HPG-Bericht, den Sie angesprochen hatten, ist ein kritischer Bericht, der die Finger in die Wunde legt, der aber ganz klar sagt, die humanitäre Hilfe ist extrem wichtig und wir müssen sie unbedingt voranbringen und den Grand Bargain-Prozess unbedingt voranbringen, der also genau diesen Prozess schützt und die humanitäre Hilfe, glaube ich, schützen und weiterentwickeln müsse. Das muss man, glaube ich, richtig verstehen. Und Gleiches gilt auch für die Effizienzdebatte. Ich glaube, es ist eine wichtige Debatte. Woran messen wir denn, wie die humanitäre Hilfe wirkt, die auch sehr kompliziert ist, wenn man sich ihr widmet? Es ist ja viel, viel effizienter in Gebieten, wo kein Konflikt und kein Krieg herrscht, Hunderttausenden Kindern eine Bildung zu ermöglichen, indem man Schulen baut. Gleichzeitig ist es nicht unbedingt die Priorität der humanitären Hilfe, weil wir in einem Syrienkrieg, wo es viel schwieriger ist, den Menschen zu helfen, wo sie viel mehr Verluste haben werden, wo es auch viel teurer ist, pro Person einem Menschen zu helfen, werden sie, wenn sie nach reinen Kosteneffizienzen gehen, werden sie sagen müssen, wir lassen alle Syrer, wenn wir zu wenig Geld haben, und wir haben immer zu wenig Geld, wir lassen alle Syrer verhungern und helfen den Kindern in Kamerun. Das kann natürlich nicht das allein maßgebende Kriterium für humanitäre Hilfe sein. Und deswegen ist, glaube ich, eine wichtige Diskussion und auch diese Effizienzdebatte eine legitime. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hat jetzt der Kollege Michael Brandt für die Fraktion der Linken das Wort in der WebEx-Konferenz. Jetzt aber ja, vielen Dank für die Stellungnahmen und Berichte. Meine Fragen richten sich an Herrn Frisch. Sie verwenden ja in Ihrer Stellungnahme den Begriff des Anti-Humanitarismus. Eine Ihrer Beispiele bezieht sich auf die zunehmende feindselige Politik europäischer Geberstaaten gegenüber Menschen auf der Flucht. Sie sagen, dass diese ihre Glaubwürdigkeit zerstören, indem sie eine Politik umsetzen, die primär auf Abschottung der EU-Außengrenzen sowie auf die Externalisierung von Verantwortung setzt und gleichzeitig humanitäres Handeln, wie beispielsweise, wir alle kennen das, aus der Seenotrettung kriminalisiert. Widerspricht diese Politik nicht eigentlich allen humanitären Prinzipien sowie der angestrebten Reformierung des humanitären Systems an sich? Können Sie deutlich machen, welche Politik europäischer Geberstaaten sowie der Bundesregierung zu mehr Glaubwürdigkeit und auch zu einer Reduzierung humanitärer Bedarfe schutzsuchender Menschen führen würde? Und als Zweites sprechen Sie auch in Ihrer Stellungnahme von der Gefahr der Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe, also für politische Zwecke. Das ist jetzt an sich natürlich kein neues Phänomen, aber Sie stellen fest, dass sie sich verschärft. Das erkennt man ja auch daran, dass Ziele im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung, Migrationskontrolle sowie der Ausübung staatlicher Kontrolle zunehmend Vorrang haben. Vielleicht können Sie dazu noch mal einige Beispiele nennen und auch sagen, welche Rolle das für die Bundesregierung hier spielt, Schritte einzuleiten, um genau dem entgegenzuwirken und das vielleicht auch zu verändern. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Frisch, dann haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank für die Fragen. Wo fange ich an? Ja, die leicht rhetorische Frage ist natürlich erstmal mit Ja zu beantworten aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive. Es ist tatsächlich auch eine Frage von Glaubwürdigkeit.
wenn relativ klar ist, wie der Zusammenhang zwischen beispielsweise einer Politik von Abschottung und Abschreckung direkt dazu führt, dass Menschen beispielsweise auf den griechischen Inseln, beispielsweise in Lagern in Libyen, wohin sie zurückgebracht werden, wie die Situation dort ist, wie die humanitäre Situation dort ist und wie es direkt zusammenhängt, auch mit einer Migrationspolitik, die ganz zentral auch von zum Beispiel der deutschen Bundesregierung mitgestaltet wird in Europa. Das verträgt sich natürlich nicht mit dem gleichzeitigen Ziel zu sagen, wir als Geberstaaten versuchen, humanitäre Bedarfe gar nicht erst entstehen zu lassen oder sie effizient zu bekämpfen. Also da gibt es irgendwo, knirscht das. Und das ist auch eine Frage von Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist das was ich versucht habe, in meiner Stellungnahme so ein bisschen mit Kohärenz zu beschreiben. Genau, also das vielleicht so viel dazu. Die andere Frage in Bezug auf eine Instrumentalisierung, das ist ein bisschen schwerer zu beantworten. Das hat oft auch ein bisschen mit Narrativen und mit Wahrnehmung zu tun. Also eine der politischen Zielstellungen, die man ja ganz oft immer wieder hört, sowohl im Entwicklungszusammenarbeitskontext, aber auch zunehmend in der humanitären Hilfe, ist ja das Narrativ der Fluchtursachenbekämpfung. Unter diesem Schlagwort werden ja verschiedene politische Maßnahmen finanziert und durchgeführt. Fördergründig oder vermeintlich sozusagen auch immer begründet damit zu sagen, wir wollen nicht, dass Menschen fliehen und wir wollen auch nicht, dass Menschen zu uns kommen. Das ist jetzt ein politisches Ziel, dessen Legitimität gar nicht zur Debatte steht. Die Frage ist nur, was passiert eigentlich, wenn so ein politisches Ziel verbunden wird mit humanitärer Hilfe oder mit humanitärer Rhetorik fast schon, die ja ganz zentral darauf angewiesen ist, eben wahrgenommen zu werden als unabhängig von solchen anderen politischen Zielstellungen. Das heißt, wenn Sie für eine humanitäre Organisation arbeiten, wie Ärzte ohne Grenzen, Sie kommen an einen Checkpoint in irgendeinem Kriegsgebiet, das Einzige, was Sie haben, ist die leeren Hände und zu sagen, ich bin nur hier, um humanitäre Hilfe zu leisten, ich bin nur hier für die Schwächsten und ich bin nur hier, um Gesundheitsversorgung beispielsweise sicherzustellen. Ich habe keinerlei andere Interessen im Sinne von Demokratieaufbau, im Sinne von Migrationspolitik, im Sinne von Staatsstabilisierung, von Sicherheitspolitik. Und nur dann, wenn Ihnen Ihr Counterpart glaubt, haben Sie vielleicht eine Chance, das Projekt auf der anderen Seite tatsächlich durchzuführen. Das heißt, es ist mitnichten eine rein theoretische Fragestellung, sondern es ist eine sehr, sehr praktische, die ganz zentral auch beeinflusst, wie viel Zugang sie haben. Und deswegen ist genau diese Glaubwürdigkeit ebenso wichtig und muss so stark verteidigt werden. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt die Kollegin Bause für die Grünen das Wort. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Schilderungen, die ja im Kern auch sozusagen immer wieder die gleichen Herausforderungen festgestellt haben. Meine erste Frage geht an Frau Schick. Sie haben in Ihrer Stellungnahme zwei negative Trends erwähnt. Einmal die zunehmende Zweckbindung der humanitären Mittel und zum anderen die stete Zunahme auch der Assessments, das heißt also des bürokratischen Aufwands. Des Weiteren schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass die EU-Kommission und Deutschland zu den kompliziertesten Gebern gehören im Hinblick auf Anforderungen bei der Projektdurchführung. Vielleicht könnten Sie uns einfach noch mal schildern, wo genau die Probleme liegen, wo die Hindernisse, die Widerstände liegen, damit wir das noch mal festmachen können, um damit auch politisch aktiv werden zu können und eben was getan werden muss, um genau diese Probleme zu überwinden. Des Weiteren, gibt es denn positive Beispiele, an denen wir uns orientieren können? Sie haben die europäische Perspektive. Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung der europäischen Perspektive berichten? Wo sind andere Länder erfolgreicher, was die Umsetzung der Ziele des Glen Bargain angeht? Und was können wir von denen lernen? Dann habe ich auch noch eine Frage an Herrn Südhoff, bezieht sich auch auf den Kontext der Instrumentalisierung der humanitären Hilfe. Und Sie kritisieren da ja auch die Politik der Bundesregierung, dass auch da im Zusammenhang mit Migrationspolitik Rückführungen, Pushbacks, geostrategischen Überlegungen, Waffenexportpolitik, eine Vermischung von humanitären Prinzipien und politischen Zielen, zum Beispiel bei der Migrationsabwehr und der Sicherheitspolitik, stattfindet.
verwendet. Vielleicht können Sie uns auch an einem Beispiel noch mal erklären, wie sich diese Vermischung negativ auf den humanitären Raum auswirkt. Herzlichen Dank. Dann hat als erstes die Sachverständige in der WebEx-Konferenz, Frau Schick, das Wort. Schalten Sie einmal Ihr Mikrofon noch wieder ein, wir verstehen Sie gerade nicht. Jetzt ist es da. Genau. Ganz herzlichen Dank für die Frage, die uns sehr am Herzen liegt, weil wir die eigentlich als Grundfundament sehen, sowohl für Lokalisierung, für mehr Teilnahme der lokalen NGOs, aber auch, um in der humanitären Hilfe einfach effektiver zu werden. Und jetzt gerne der Kollege Brehm, einmal das Mikrofon ausmachen, das wäre super. Dann haben Sie wieder das Wort, Frau Schick. Ja, entschuldigen Sie, Frau Lump, vorhin, das war nicht meine Intention. Und ich möchte dazu sagen, dass ich möchte eigentlich mit einem positiven Beispiel anfangen. Gerade weil wir Mitglieder in 19 Ländern in Europa haben, haben wir auch gesehen, wie plötzlich bei der Covid-Pandemie letztes Jahr alle Geber flexibler werden konnten. Das ist das beste, unerwartete Beispiel, was wir haben, dass es auch anders geht, als was wir im Moment als Trend sehen. Und zwar musste man ja alle Projekte, die liefen, musste man anpassen, sowohl in Bezug auf Covid, als auch um eben Komponenten einzubauen mit Vorbeugung und Masken und so weiter und so fort. Man musste auch sehen, was man überhaupt noch durchführen konnte. Zum Beispiel konnte man plötzlich nicht Lebensmittel verteilen, wenn die Leute alle persönlich unterschreiben müssen, dass sie die erhalten haben und der Abstand konnte nicht gehalten werden. Also es gab sehr viele konkrete Beispiele, wo Projekte geändert werden mussten und die meisten Geber in Europa, die meisten traditionellen Geber, einschließlich Deutschland und die Europäische Kommission, haben alles getan, damit das möglich ist. Das war unheimlich zeitaufwendig, jedes Projekt zu ändern und trotzdem ist es gegangen. Und es ist jetzt gar kein Problem mehr. Und ich denke, das ist das beste Beispiel, dass es möglich ist, diese ganze Bürokratie zu reduzieren. Wir haben einen ganz starken Trend in Bezug auf mehr Kontrollen, mehr Audits etc. Und wir haben jetzt gerade einen neuen Rahmenvertrag, der den humanitären Akteuren bei der Europäischen Kommission zum Beispiel für die nächsten Jahre den Zugang zu Geldern gewährt. Der war noch nie so schwerwiegend wie jetzt. Man hat sehr wenige Ausnahmen und da komme ich auf drum, was Sie machen können. Ich habe auch schon in meinem Eingangsstatement die Konsequenzen der Sanktionen und auch in Bezug mit Counterterrorismus schon angesprochen. Und das Schwierigste heute zum Beispiel für alle humanitären Akteure, alle, nicht nur NGOs, ist wirklich die Gelder zu überführen. Von einer Bank zur anderen Bank, zur dritten Bank. Die Geber bewilligen die Gelder. Die Geber stellen oft sogar Briefe aus zur Empfehlung, dass das wirklich humanitär ist nach Prinzipien. Und trotzdem nimmt die nächste Bank das Geld nicht an. Und das ist was, wo Politiker, Wirtschaft, also gerade Banken, das hat nichts damit zu tun, dass die Banken das nicht dürfen, sondern es hat damit zu tun, dass die Banken das nicht wollen. Humanitäre Hilfe ist nicht wichtig. Das Risiko ist zu groß, dass man was riskiert. Und obwohl die Geber dann sagen, das haben wir aber bewilligt und das befolgt alle unsere Regeln, Und dieses sogenannte Debunk-Risking ist eine der größten Probleme, auch da in Bezug auf das, wo wirklich viel gemacht werden kann. In vielen Ländern gibt es jetzt schon Dialoge, aber in Deutschland noch nicht. Und das wäre schön. Ich glaube, es gibt Signale, wenn das weitergetrieben werden würde. Und ich möchte auch noch schnell nennen das Pilotprojekt der Deutschen.
zu der Reduzierung oder Harmonisierung von Rapportschreibung. Und solche Dinge wie dieses Pilotprojekt, was sehr gut gelaufen ist, das muss ausgerollt werden, jetzt mit der neuen Version des Grand Bargain. Und da kann Deutschland eine leitende Rolle spielen, die das unterstützt haben. Aber als Deutsche, ich bin selber Deutsch, sind wir halt ein bürokratisches Land. Und es dauert oft 7, 8 Jahre, bis Institutionen sich ändern. Und das gilt natürlich auch die Europäische Kommission und alles. Aber es ist sehr viel dieser Counterterrorismus und Sanktionsdenken, was immer mehr Dokumentation und immer mehr Kontrollen verlangt. Und das Gute ist, dass die Europäische Union absolut gesagt hat, wir wollen nicht, dass sie die betroffene Bevölkerung kontrollieren müssen, ob sie zu Terroristorganisationen gehören oder nicht, damit sie was zu essen kriegen. Das würde die humanitären Prinzipien absolut nicht respektieren. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hat jetzt Herr Südhoff hier im Saal das Wort. Sehr gerne und vielen Dank für die Frage, Frau Bause. Vielleicht wieder einerseits der Trend, der sehr spannend, glaube ich, ist, auch was die deutsche Rolle in diesen Fragen anbelangt, und dann ein andererseits. Auf der einen Seite ist zweifellos zu konstatieren, glaube ich, schließt ein bisschen auch an das an, was Katrin Schick gesagt hat, eine sehr, sehr positive reformorientierte Rolle der Bundesregierung im Grand Bargain, in der humanitären Hilfe, wo die Bundesregierung zu den ehrlichen Maklern gehört, die die humanitären Prinzipien vielfach im UN-Sicherheitsrat international in vielen Debatten verteidigen und insbesondere die humanitären Abteilungen im Auswärtigen Amt im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten und ihrer Policy-Möglichkeiten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und das auch versuchen. Auf der anderen Seite ist immer wieder festzustellen, wenn Sie auf die anderen Themen kommen, auf Migrationsabwehr, auf Seenotrettung, auf Agenda-Setting in internationalen Reformprozessen oder auch auf bestimmte regionale Trends und Engagements Deutschlands, dass die Durchsetzungsfähigkeit, die humanitären Werte und Prinzipien auch insgesamt in einer kohärenten deutschen Politik oder gar auf europäischer Ebene durchzusetzen, dann teils eben doch sehr begrenzt erscheinen, was, glaube ich, auch von den Betroffenen selbst vielfach bedauert wird. Nehmen Sie das Beispiel Sahel, eine Vermischung von Grenzabwehrprogrammen, eine Vermischung von freundlich formuliert Kapazitätsprogrammen für Grenzabwehr, Polizeikräfte, paramilitärische Kräfte von mindestens zwiespältigen Regimen, die aber in ein Land regieren, was migrationstechnisch relevant ist, weil es ein Migrationshub, ein Drehkreuz für Migranten ist. Das ist natürlich hoch zwiespältig. Wir selbst haben uns zum Beispiel auch mit dem Thema Nexus in Mali beschäftigt und waren dort. Ein Engagement, wo kaum noch zu unterscheiden ist, geht es hier nach humanitären Prinzipien, um Not vor Ort zu lindern und dort sie auch zu lindern, wo sie am größten ist. Geht es hier darum, ein Migrationsdrehkreuz im Land auszuhebeln? Geht es um eine Kooperation mit einer Regierung, die dann ja auch abgelöst wurde und ihre Legitimität komplett verloren hatte gegenüber der Bevölkerung, die man aber als Partner sich unbedingt bewahren wollte, um diese Programme für Migrationsabwehr und natürlich auch im Kampf gegen den Islamischen Staat durchführen zu wollen. Und da vermischen sich, glaube ich, sehr, sehr stark die Grenzen. Und deswegen ist es in diesen Programmen, wie auch institutionell, glaube ich, sehr, sehr wichtig, hier so zu klaren Trennungen zu kommen, wie es nur irgend geht. Und diejenigen, die die humanitäre Hilfe betreiben, fördern, entscheiden über Mittelzuwendungen, auch so unabhängig wie irgend möglich zu machen von anderen Entscheidungsträgern im Haus oder auch in der Bundesregierung insgesamt. Ganz herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende der ersten Runde und starten gleich in die zweite. Und für die zweite Runde hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort Michael Brandt. Ja, ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Ich möchte meine erste Frage an Frau Iseli richten. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja auch Position bezogen zum Nothilfefonds Start Fund, Start Network zur Bereitstellung von Hilfsgeldern für die akute Nothilfe. Und da würde mich interessieren, ob Sie hier erste Erfahrungen haben, beziehungsweise vielleicht auch Vorschläge. An Herrn Südhoff möchte ich die Frage stellen. Ich sage mal, Pandemie ist in aller Munde und es gibt viele Diskussionen darüber, über Chance und all diese
Bewertung, was Corona anbetrifft. Und wir haben auch eine Diskussion in der humanitären Hilfe zum Thema Dynamik und Diversifizierung der Partnerschaften. Vielleicht können Sie da einen aktuellen Impuls geben und an beide Sachverständigen die Frage. Wir haben ja mit dem humanitären Wildgipfel hat auch der Bund mit der Bundeskanzlerin, mit dem Entwicklungsminister, auch mit dem Außenminister, wir erinnern uns, wir haben uns ja auch gesehen, in Istanbul dort einen wirklich guten Aufschlag gemacht. Wir diskutieren jetzt über den Grantwagen, aber mich interessiert auch von Ihnen eine Einschätzung zum Thema Selbstverpflichtung, denn am Ende ist eine Selbstverpflichtung natürlich nur so gut, wenn sie auch eingehalten wird. Dritte Frage, die ich stellen möchte, ist ein Projekt CSR Humanitär, das das Auswärtige Amt gemeinsam mit Aktion Deutschland hilft, die letzten Jahre promotet hat, weil völlig klar ist, angesichts der Vielzahl und der immer länger dauernden Konfliktanzahl und Dauer brauchen wir mehr finanzielle Mittel. Wir sind als Deutsche nun wirklich da auch, brauchen uns nicht nur nicht zu verstecken, sondern ich glaube, wir sind da auch ein Vorbild. Aber am Ende ist völlig klar, die Mittel werden nicht reichen. Also insofern war das ja der Versuch, auch aus der privaten Wirtschaft Gelder zu bekommen. Da würde mich interessieren, wie sieht da Ihre Bilanz aus und wo haben Sie vielleicht Hinweise, wo man es besser machen könnte? Dankeschön. Danke auch. Frau Iseli, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Thema Start Fund würde ich so ein bisschen in den Kontext von Lokalisierung nochmal stellen. Also ich denke, Lokalisierung hat ja das Auswärtige Amt auch in ihrer Strategie zentral verankert und durch diese Mittelallokation an den Start Fund eigentlich ermöglicht, dass die lokalen Partner vor Ort direkt Zugang haben zu diesen Mitteln. Das Volumen ist, glaube ich, sehr überschaubar, 1,5 Millionen, ist aber aus unserer Sicht ein Zeichen, wo die Reise hingehen soll. Also, dass lokale Partner direkten Zugang haben zu Mitteln in einer Nothilfe- und Notsituation. Also insofern Zeichen in die richtige Richtung. Ich denke, wichtig ist, dass das nicht der einzige Aspekt ist, sondern dass man immer auch die Befähigung der Partner, also Thema Einbeziehung in Projektplanung, partizipativ ist, glaube ich, ein Aspekt, aber auch, was ich immer so ein bisschen zusammenfassen unter dem Aspekt Organisationsentwicklung, wenn wir wollen, dass lokale Partner große Summen, um die es ja schlussendlich dann geht, effizient abwickeln, dann ist es wichtig, dass sie Abläufe, Prozesse, Systeme, Risikomanagementsysteme haben, dass sie compliant sein können mit all den Vorgaben, die es ja hier gibt, um das tun zu können. Und ich glaube, da muss man neben dem unmittelbaren Zugang zu Finanzierungen im Notfall, also für die humanitäre Hilfe, auch in Organisationsentwicklung von diesen lokalen Partnern investieren. Und ich denke da, das wurde ja auch schon angesprochen, kommt uns als internationale Nichtregierungsorganisation oder auch als UN-Organisation, wie sie hier auch im Raum sind, dann eine neue Rolle zu. Also dass wir eben an der Seite unserer Partner sind und sie dabei auch unterstützen in Zugang zu Finanzierungen, Netzwerken, dass wir das facilitieren und hier die Kapazitäten stärken. Also ich denke, diese Investitionen eben nicht nur im unmittelbaren Fall, sondern auch in guten Zeiten, wie ich es im Anfangsstatement ja gesagt hatte, in diese Partner, damit es dann funktioniert, wenn es irgendwie funktionieren muss, ist aus unserer Sicht zentral. Und da gibt es auch sehr gute Beispiele schon. Das Auswärtige Amt unterstützt ein Pilotprojekt mit 4 deutschen Nichtregierungsorganisationen in 8 Ländern und 40 lokalen Organisationen, wo genau dieses Capacity Strengthening, also die Stärkung der Kapazitäten, verbunden wird auch mit einer Zurverfügungstellung von flexiblen Mitteln. Also diese beiden Aspekte, glaube ich, das muss immer dazukommen. Thema Selbstverpflichtung. Also ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, wenn wir klare Ziele und auch klare Indikatoren, da kann man vielleicht nochmal nachschärfen, aber das ist halt ein Instrument, um zu sagen, das ist das, was wir vereinbart haben und so sozusagen auch das Commitment auf Neudeutsch dann auch einzufordern. Mehr Mittel generieren, würde ich vielleicht dazu sagen, als Welthungerhilfe arbeiten wir bereits jetzt schon so, dass wir institutionelle Mittel mit privaten Mitteln ja auch kombinieren. Das ist ein Unterschied zu MSF, wie wir es vorhin gehört haben. Und ich denke auch, dass im Bereich Stiftungen auf jeden Fall auch nochmal was zu machen ist. Also aus unserer Sicht ist das the way to go. Und also Erfahrungen haben wir in dem Sinn jetzt von Seiten der Bundesregierung nicht, aber für unsere eigenen, ja. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Dann hat Herr Südhoff jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Brandt, auch für diese Fragen. Covid-19-Pandemie und Diversifizierung der Partnerschaften und der Hilfe fürchtet man, glaube ich, eher, wenn man sich die Analysen anschaut, eher ein gewisses Rollback, nachdem man große Hoffnungen hatte, dass es eher einen Schub geben könnte. Ein Stichwort hier ist, auf der einen Seite haben wir sehr, sehr viele lokale Helferinnen und Helfer, die jetzt quasi die Programme eigentlich in der Hand haben und die auch die einzigen, die vielfach sind, die Zugang haben, weil schlichtweg auch kaum noch gereist werden kann. Auf der anderen Seite gibt es vielfach Berichte, die davon ausgehen, dass internationale Organisationen das Management dann remotely machen, aber begrenzt bereit sind, vielleicht auch begrenzt Kapazitäten jetzt sofort sehen, auch Verantwortung zu übertragen. Also es gibt eine viel, viel größere Rolle von lokalen Akteurinnen und Akteuren, aber gleichzeitig nur begrenzt tatsächlich eine Übertragung von Finanzmitteln und auch eben Management-Spielräumen und eigenen Entscheidungsspielräumen. Finanziell spiegelt sich das darin, dass in der Covid-Pandemie die Mittel, die direkt an lokale Organisationen gegangen sind, das hatte ich kurz erwähnt, sogar noch niedriger sind als die wenigen Prozent, die es so insgesamt sind in der globalen humanitären Hilfe derzeit. Die Summe vom Global Humanitarian Response Plan für die Covid-19-Pandemie beläuft sich wohl auf 0,01% derzeit. Es gibt auch die Kritik, viele der Gelder wurden, da es um große Summen geht, an UN-Organisationen gegeben. Beispielsweise Studien von IRC identifizieren, dass ungefähr 20% davon mittlerweile transparent ist, wie diese weiterverwandt werden. Ich kann die Zahlen nicht überprüfen, aber da wird mehr Transparenz gefordert. Mit Blick auf Deutschland muss man, glaube ich, klar anerkennen, dass sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, dass wir das teils auch zu selbstverständlich nehmen. Gerade vor wenigen Tagen hat Großbritannien eine Kürzung seiner Entwicklungshilfe nicht nur um ein Drittel angekündigt, das vor einer Weile, aber dass beispielsweise für den Jemen 60% weniger Mittel künftig zur Verfügung stehen, also für die größte humanitäre Krise weltweit. Das muss man, glaube ich, ganz klar anerkennen. Wichtig wird sein, das dann auch zu verstetigen und dass das nicht zu einer zweckgebundenen Fördersumme wird, die dann eben auch verloren geht, wenn die Covid-Pandemie vielleicht doch irgendwann mal vorbei ist. Letzter Punkt, ich hatte es nur ganz kurz erwähnt, gemischte Fonds, also gemeinsame Fonds, Pooled Funds, werden mehr und mehr diskutiert und sind auch eines der Ziele des World Humanitarian Summits gewesen. Die Start-Funds sind auf NGO-Ebene eine, die Country-Based Pool Funds der UN sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Instrumente, weil man vor Ort die Hilfe koordinieren kann, weil man die Administrationsaufgaben, die die Bundesregierung definitiv überfordern bei solchen Summen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil man sie delegieren kann, weil man Organisationsinteressen zurückdrängen kann. Und das Ziel aber 15% zumindest dieser Hilfen dann über solche Funds künftig gemeinsam zu verausgaben, ist auch noch nicht erreicht. Also da gibt es, glaube ich, großen Handlungsbedarf. Auch da ist die Bundesregierung eher Vorreiter, aber hat auch noch Nachholbedarf. Herzlichen Dank. Dann hat der Kollege Braun für die AfD das Wort. Danke, Frau Vorsitzende, fürs Wort. Ja, es ist ja doch einiges an Punkten, die einer weiteren Diskussion bedürfen. Also die Effizienz, denke ich, sollte schon eine entscheidende Rolle spielen. Nicht sicherlich die alles Entscheidende gegenüber allem anderen, das ist klar, aber das sind wir den Menschen in den Regionen, die leiden, schuldig, wo die humanitäre Hilfe dringend gebraucht wird. Und das sind wir aber dann auch wiederum dem Steuerzahler schuldig, wenn es um unsere Etats geht, die wir hier zu verwalten haben. Und natürlich ist der Satz richtig, es gibt immer zu wenig Geld für humanitäre Hilfe. Im Zweifelsfall ja, aber das ist halt nicht endlos aufzufüllen, auch bei allen Wünschen, die da sind. Insofern bin ich sehr erleichtert, dass Frau Schick deutlich darauf hingewiesen hat, dass es möglich ist, Bürokratie zu reduzieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie das im Rahmen dieses Prozesses möglich ist, ob Sie das sehen, würde ich noch mal Herrn Dr. Böhnke gerne fragen. Nach Grund Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, 24 Staaten, 10 Hilfsorganisationen, 13 UN- und EU-Behörden, 16 NGOs, 63 verschiedene Beteiligte, kriegt man da auf dem Wege die Ziele erreicht, die sehr groß und wichtig sind. Und dann das Zweite ist das uralte Thema Abgrenzung humanitäre Hilfe, wo
endet humanitäre Hilfe, wo fängt Entwicklungspolitik oder Entwicklungshilfe, wie man es traditionell genannt hat, an? Was ist das? Das eine ist ja eigentlich klassisch humanitäre Hilfe, schnell, unbürokratisch, dann auch auf eine relativ kurze Dauer hoffentlich ausgerichtet für eine Behebung einer Naturkatastrophe, eines Bürgerkriegs. Bei einem Krieg, Syrien, wissen wir, dauert jetzt schon sehr lange als Konflikt. Andere Naturkatastrophen sind mitunter zum Glück schnell zu lösen. Jetzt ist die Frage, UNRWA, über 70 Jahre humanitäre Hilfe, Herr Dr. Böhnke, geht das? Ist das sinnvoll? Muss da nicht irgendwann Schlussstrich gezogen werden oder zumindest die Mittel gekürzt werden? Herr Dr. Böhnke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Braun. Ich nehme den zweiten Punkt zuerst auf, die Frage humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe. Und Entwicklungshilfe ist ja darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Situation derjenigen, die Entwicklungshilfe empfangen, zu verbessern, langfristig zu empfangen, zu verbessern. Im Wesentlichen eine Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht? Die Theorie ist ja die, dass wenn wir in den Ländern waren, denen gezeigt haben, wie es geht und auch die Mittel bereitgestellt haben, dass die dann auf uns nicht mehr angewiesen sind. Das ist die Theorie. Bei der humanitären Hilfe ist es ja auch mehr kurzfristig. Wir wollen die Not lindern. Wir wollen nicht sozusagen langfristig die Lebensbedingungen dieser Betroffenen verbessern. Wäre schön, wenn wir das könnten, aber das erstmal die Not zu lindern, dann zu hoffen, dass der Konflikt Syrien oder was irgendwann mal zu Ende geht und dann können die Leute wieder nach Hause zurück und ihre Geschäfte so weiterführen, wie sie früher geführt haben. Und was mich immer gewundert hat, ist, dass so wie eine Mauer zwischen den beiden ist. Also ganz wenig Kontakt eigentlich zwischen den Entwicklungshelfern auf der einen Seite und den humanitären Helfern. Nicht? Also das ist ja auch in verschiedenen Ministerien angesiedelt. Nicht? Das eine im Auswärtigen Amt und das andere im Entwicklungshilfeministerium. Und beide verfolgen auch andere Verfahren, die angewendet werden. Und ich bin ja dafür, dass man, wenn es geht, die etwas näher zusammenführt. Da muss man auch weiter diskutieren, wie sich das machen lässt. Ihre Frage zur Effizienz ist natürlich sehr wichtig. Wir wollen ja das Value for Money, möglichst, dass jeder Euro, den wir ausgeben für humanitäre Hilfe, auch dort ankommt und dort auch eine Wirkung hat. Und wir haben jetzt auch dieses Problem der Bürokratie eben erwähnt. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn dort Kontrollen stattfinden, liegt das ja auch daran, dass die Geber ihren Parlamenten verantwortlich sind. Auch die EU muss das machen. Die EU ist ja besonders pingelig, wie wir eben gehört haben. Und ich kenne das auch selber. Da fragt dann nachher das Parlament nach oder auch die Presse, was ist mit dem Geld geschehen? Und da will man nicht, dass irgendetwas in der Zeitung steht, da ist mal wieder Geld verschleudert worden, sondern darum hat man diese Kontrollen, auch wenn das manchmal sehr lästig ist. Und was eben auch wichtig ist, es wurde vorhin mal erwähnt hier in der Runde, wir haben Evaluierungen und die brauchen wir, weil es notwendig ist festzustellen, welche Wirkung hat das denn? Ist das Geld, das wir ausgegeben haben, das Programm, das wir hier finanziert haben, hat das wirklich das Ziel erreicht? Und oder hat es das nicht erreicht und dann warum nicht und wie können wir es besser machen? Und dazu brauchen wir das. Also die Bürokratie abbauen, finde ich, sollten wir vor allen Dingen da, wo wir Doppelarbeit haben. Das kennen wir auch aus der Entwicklungshilfe, dass also sozusagen Bedarfsanalysen erstmal gemacht werden. Und da kommen dann 5 Organisationen, NGOs und auch andere an und auch die GEZ. Und jedes macht eine Bedarfsanalyse in Mali meinetwegen. Und für ungefähr das gleiche Projekt, da müssen die Leute und die Regierung müssen also das alles mehrmals machen. Da könnte man schon mal wirklich sehr viel sparen und das wollte ja auch der Grenbargen. Nur diese Organisationen zusammenzubekommen, sich darauf zu einigen, das ist das Problem. Denn jeder hat die Vorstellung, wir können es am besten, außerdem müssen wir es machen, weil wir genau die Antworten haben wollen, die für uns wichtig sind. Also da könnte man bei der Doppelarbeit sicherlich sehr viel einsparen und trotzdem, das, was man braucht, um festzustellen, ist das Projekt, das wir durchgeführt haben, effizient, ja oder nicht. Ich sehe es in der humanitären Hilfe immer wieder,
dass man von vornherein davon ausgeht, ja, was wir tun, ist ja gut und richtig, weil wir humanitäre Hilfe leisten. Aber trotzdem muss man sich fragen, warum ist es wirklich dort angekommen, wie wir es gerne hätten? Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt die Kollegin Özus das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch noch mal zwei Fragen. Die eine betrifft noch mal diesen Bereich der Partizipation. Das haben mehrere von Ihnen angesprochen. Frau Lump, Sie hatten in Ihrem Papier noch mal oder in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass es für Sie als UNHCR ja ein ganz wichtiger Ausgangspunkt Ihrer Arbeit war. Sie haben das Community-Based Protection genannt. Und Sie haben noch mal ausgeführt, dass es gerade in der Pandemie mit Covid-19 auch eine ganz wichtige Basis war für Ihre Arbeit. Also Sie hatten hier die Beispiele Libanon, Mauretanien, Türkei. Ich wüsste gerne mal, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so richtig verstanden habe, aber ich meine, dass einige gesagt haben, dass es nicht funktioniert hat. Von daher wüsste ich gerne, wie Sie das einschätzen, diesen partizipativen Ansatz, ob das, wo das gelingt und wo es vielleicht nicht so gut gelingt. Und Herrn Südhoff wollte ich noch mal fragen, also ich bin mir nicht sicher, ob Sie das vorhin gesagt haben, dass es nicht gelungen ist. Vielleicht das noch mal dazu und dann trotzdem noch mal diese Effizienzdebatte. Die fand ich sehr, sehr wichtig, was Sie vorhin gesagt haben. Also dass man nicht danach gehen kann, wo es schwierig ist. Da gehen wir eben gar nicht erst hin, nicht so. Da kostet es mehr. Und uns beschäftigt jedem hier ja oft genug. Also wir sind ja alle sozusagen vor dieser wahnsinnigen Katastrophe. Die Frage ist ja nur, wie sozusagen gehen Sie da vor? Also wie machen Sie denn Ihre, also Berechnung ist hier wirklich das falsche Wort, nicht? Aber wie stellen Sie das dann dar, damit man wirklich in diesem Bereich Effizienz und humanitäre Hilfe auch zu einer solchen Darstellung kommt, wie wir sie uns eigentlich hier ja gerade im Menschenrechtsausschuss wünschen würden? Herzlichen Dank und die Bitte noch einmal an Herrn Dr. Böhnke, das Mikrofon wieder auszustellen. Dann hat jetzt Frau Lump als Erste das Wort. Ja, vielen Dank gerade auch für die Frage zu Partizipation. Kann mir aus unserer Perspektive jetzt kein Gesamturteil über den Erfolg oder Nichterfolg der Ziele bezüglich der Partizipation erlauben. Aber wir sehen doch, dass partizipative Ansätze sich wesentlich verstärkt haben und verstärkt genutzt werden bei vielen humanitären Akteuren, beispielsweise jetzt aber auch in der Türkei, wo wir inzwischen mit den Behörden gemeinsam Fokusgruppendiskussionen durchführen, um Prioritäten zu eruieren, sowohl mit Mitgliedern von Aufnahmegemeinschaften als auch mit Flüchtlingen, wo wir Flüchtlinge unterstützen, auf lokaler Ebene auch eine Stimme ergreifen zu können in Entscheidungen auf lokaler Ebene. Und dann natürlich auch regelmäßig Flüchtlinge in die Programmgestaltung und dann auch in die Evaluierung einzubinden. Und das über Jahre systematisch in allen Bereichen unserer Programme zu tun, hat dann wirklich auch dazu geführt, dass gerade in der Pandemie sehr viele Initiativen von Freiwilligen und lokalen Gruppen selber initiiert wurden, die wir dann unterstützen konnten. Eine ganz wichtige Rolle, und es gibt Beispiele, die wir auch in einem Bericht zusammengestellt haben von allen größeren Flüchtlingssituationen, in denen Community Outreach Health Workers eine wesentliche Rolle gespielt haben bei Informationen bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen, bei der Beratung und bei der Hilfestellung, auch im Bereich der Hilfe für Opfer
sexueller Gewalt, geschlechtsspezifischer Gewalt und auch im Bereich der zum Beispiel Seifenproduktion, Maskenproduktion auf lokaler Ebene da sehr stark eben auf die Betroffenen selber gesetzt werden konnte, die eine wichtige Rolle, um sich und ihre Gemeinschaften zu schützen, übernommen haben. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Rollback, was Ralf Südhoff beschrieben hat. Aus unserer Wahrnehmung war das zumindest, was unsere Programme anbelangt, nicht so dramatisch. Wir haben insgesamt über lokale Partner letztes Jahr 28% unserer operativen Mittel umgesetzt. Und von den Covid-Geldern waren es 21,5% nach den vorläufigen finanziellen Informationen. Also so groß scheint uns aus unserer Perspektive dieses Rollback, was das finanzielle Ziel der Lokalisierung anbelangt, nicht gewesen zu sein. Danke. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Ralf Südhoff hier im Saal. Das Saalmikro ist nicht an. Wir können nichts hören, die Zugeschalteten. Das Saalmikro scheint aus zu sein. Gide, wir hören dich auch nicht.
Hallo? Guck mal, jetzt geht's wieder. Können Sie uns auch da... Frau Schick sehen wir gerade im Bild. Frau Schick, hören Sie uns? Sehr gut. Herr Südhoff, es geht weiter. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen würde ich auch wieder bitten, die Aufmerksamkeit auf Herrn Südhoff zu lenken. Zu viel der Ehre. Also Stichwort Partizipation. Ich sagte eben noch, als ich offenbar schon off war, ich glaube, sehr, sehr wichtige Projekte, Piloten, Ansätze, wie vom UNHCR auch beschrieben und auch insgesamt für eine deutlich bessere Einbindung von Rückmeldungen von den Betroffenen, von den Hilfsempfängerinnen, wenn man sie so nennen darf, über die Hilfe, welche sie bekommen, wie sie behandelt werden. Da gibt es in der Tat deutliche Fortschritte und auch in den Fokusgruppendiskussionen über die Hilfe selbst und Ähnliches. Also auf der Projektebene haben da, glaube ich, die Hilfsorganisationen vieles geleistet, ohne dass dies unbedingt immer systematisch und strukturell ist, was die Hilfe insgesamt anbelangt. Aber da muss man, glaube ich, wirklich große Fortschritte den allermeisten Hilfsorganisationen attestieren. Wo es große Defizite gibt, die ich vorhin ansprechen wollte, war tatsächlich in den Entscheidungsgremien, beispielsweise in den Ländern vor Ort oder auch international. Also es hat ja durchaus wenig Logik, um mal damit anzufangen, dass eine internationale Hilfsmaschinerie, die 235 Millionen Menschen in Not zum Ziel hat, ihnen zu helfen, genau diese bzw. ihre Vertretungen und die Menschen, die für sie sprechen könnten und legitimiert sind, quasi nicht hört, weil sie in diesen Prozessen nicht stattfinden. Und da ist in der Tat sehr wenig passiert, selbst auf Länderebene. Ich hatte den einen oder anderen Pooled Fund genannt, die eigentlich ein sehr, sehr innovatives, sehr, sehr gutes Instrument sein könnten, aber eben auch partizipativ da noch nicht weiter sind. Auch der Grant Bargain selbst übrigens ist sehr inklusiv, wie ich eingangs lobte. Aber genau diese Menschen fehlen auch im Grant Bargain-Prozessen, zumindest weitgehend. Also sie sind minimal vertreten. Stichwort Effizienz. Ich glaube in der Tat, da gibt es auf der einen Seite formal gute Ansätze, die zu Analysen kommen. Es wurde auch schon die eine oder andere Studie erwähnt. Wie berechnet man eigentlich die Kosten einer Hilfsmaßnahme, um dann auch zu einer transparenten Entscheidung zu kommen, warum sie legitim ist? Ich glaube, die Effizienz ist auch anerkannt als ein ganz, ganz wichtiges Ziel der Hilfe. Und das war ja auch Ziel des Grant Bargain, zu sagen, wir treffen eine Vereinbarung auf der einen Seite zwischen Geberregierungen, die mehr Vertrauen haben, flexible Förderung zu geben und diese auch vorab zu geben, im Vertrauen darauf, dass Hilfsorganisationen mehr Transparenz liefern, wie sie diese effizient und effektiv einsetzen. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass es ein völlig legitimes Ziel ist. Die Frage ist nur, ist es dann erlaubt, noch darüber zu diskutieren, wie definieren wir das, aus welchen Gründen? Und nehmen Sie das Beispiel, was Sie genannt haben, UNRWA. Nach Kosteneffizienzgründen hätte man natürlich vor 50 Jahren diese Hilfe stoppen und alle Menschen, alle palästinensischen Flüchtlinge einfach verhungern lassen sollen, weil man muss ja jedes Jahr neu zahlen. Das ist aber genau das Gegenteil von einem humanitären Prinzip, was nach Menschlichkeit geht und nach der Not der Menschen und deswegen natürlich diese Hilfe so lange fortsetzt, wie es für diese Menschen keine andere Lösung gibt, was das Problem dieser Menschen ja eher vergrößert und es umso absurder machen würde, einen Schlussstrich zu ziehen, wie Sie es nennen. Deswegen ist das, glaube ich, hochproblematisch, wenn man sagt, Effizienz heißt, dann stoppen wir diese Hilfe und dann helfen wir eben nicht in Konflikten, wo es besonders teuer ist. Die Hilfe für einen Syrer und eine Syrerin in Syrien ist pro Kopf ungefähr 5-mal so teuer wie in vielen afrikanischen Ländern dieselbe humanitäre Hilfe. Wollen wir sie deswegen aus Kosteneffizienz ihnen verweigern oder entscheiden wir danach, wer ist am meisten in Not? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was die humanitäre Hilfe aufrechterhalten muss. Herzlichen Dank, Herr Südhoff. Ich würde die zweite Runde für die Freien Demokraten fragen, und zwar einmal an Herrn Knoch in der WebEx-Konferenz. Zwei Fragen, und zwar einmal berichteten Sie, dass der unabhängige Grant Bargain Annual Independent Report 2020 gezeigt hat, dass die Zahl der Geber, die angeben, 30% oder mehr ihrer humanitären Zuwendungen ohne Zweckbindung bzw. nur bedingt zweckgebunden zugewiesen zu haben, in den zwei Jahren davor ganz leicht von 7 auf 11 Geber gestiegen ist. Meine Frage wäre jetzt an Sie, unsere Frage wäre an Sie, was denn Ihrer Meinung nach zum Beispiel Deutschland, auch weitere Geberländer davon eher abhält, diese vollen 30% zu erreichen. Bei Deutschland muss man sagen, zumindest das, was das Auswärtige Amt uns mitteilte, war, dass sie derzeit in der Pandemie aufgrund dieser Zahlungen, die zusätzlich im Rahmen der Pandemiehilfen an humanitärer Hilfe aufgewandt wurden, die nicht zweckgebunden oder nur wenig zweckgebunden waren, die 30%
unbeabsichtigterweise erfüllt wurden. Aber davon ausgehend, dass auch da diese Möglichkeit ja eigentlich höher sein sollte, wäre die Frage an Sie, aus welchem Grund oder welche Gründe Sie dafür sehen und wie man dieses Ziel möglichst erreichen kann. Und das Zweite, Sie sprachen in Ihrem Statement und auch in Ihrer Stellungnahme schriftlich schon an, die Blockchain-Plattform, die WFP nutzt, die sogenannten Building Blocks. Vielleicht können Sie noch mal näher darauf eingehen und vor allen Dingen aus Ihrer Sicht, welches Potenzial Blockchain auch für die humanitäre Hilfe hat. Denn es ist ja ein Bereich, der ja sehr unterschätzt ist, wie sehr digitalisiert und wie sehr innovativ auch in diesem Bereich schon gearbeitet wird. Und an Herrn Südhoff hätte ich eine Frage, die wir viel auch diskutieren, und zwar, ob wir eigentlich und in welcher Art und Weise wir in der Lage sind, die nicht traditionellen Geberländer mehr ins Boot zu holen. Denn es sind ja am Ende immer die gleichen Geberländer, die, egal bei welcher Krise, sei es jetzt Jemen Anfang der Woche in Genf oder auch Syrien oder auch Länder in Afrika, immer wieder gefordert sind. Sollte man nicht und welche Ansprache vor allen Dingen sollte man da wählen bei der Erweiterung der nicht traditionellen Geberländer? Herr Knoch, dann haben Sie zunächst das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zur ersten Frage, flexible Gelder, das ist eine ganz spannende Thematik und ich glaube, da muss man auch ganz genau hinschauen, wie sich diese Zahlen zusammensetzen. Also wenn ich das am Beispiel von WFP kurz illustrieren darf, also WFP hat im letzten Jahr ungefähr 5-6% völlig flexible Gelder eingeworben. Alles andere waren entweder leicht geirrmarkte, also zweckgebundene oder auch stärker zweckgebundene Gelder. In der Diskussion muss meines Erachtens nach aber auch einfließen, dass es natürlich auch die Fälle gibt, dass wir als Organisationen, als Durchführungsorganisationen mit Appellen an Geber herantreten und für bestimmte Kontexte, wie zum Beispiel Jemen, dringend Gelder einwerben, die dann als Folge als zweckgebunden deklariert sind, allerdings eigentlich darauf beruhen, dass wir einen engen Austausch, so wie das auch wir mit Deutschland haben, mit dem Auswärtigen Amt, eben darauf hinweisen, wo die Bedarfe am größten sind. Ich hatte in meinem Eingangsstatement auch schon erwähnt, dass wir sehr begrüßen, dass Deutschland sich bemüht, die Gelder möglichst flexibel zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel sind wir immer im engen Austausch. Wir werden ja gefördert vom Auswärtigen Amt, aber auch vom BMZ. Und wir sind mit beiden Häusern im engen Austausch, für welche Kontexte, für welche Programme, Länderstrategien wir Gelder einwerben. Und Sie hatten richtig erwähnt, im Rahmen der Covid-Response, WFP ist ja von der gesamten humanitären Gemeinschaft mandatiert, die sogenannten Common Services, also die logistischen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und wir wurden auch im Zuge der Covid-Response da sehr großzügig vom Auswärtigen Amt finanziert und uns wurde die Flexibilität gegeben, innerhalb dieser Common Services eben nach dem Bedarf zu entscheiden, ob es jetzt Med-Evacuations sein sollten oder ob Cargo transportiert wurde. Insofern haben wir das sehr begrüßt. Auch haben wir Gespräche mit dem Auswärtigen Amt, wie kann man zum Beispiel die Flexibilität erhöhen, indem man regionale Zuwendungen eben an uns gibt oder an Partner, wo wir dann flexibel einsetzen können, zum Beispiel in der Ostafrika, je nach den Bedarfszahlen und ändernden Kontexten vor Ort, wie wir die Gelder einsetzen können. Also wir sehen durchaus da sehr positive Bemühungen seitens Deutschlands, die Flexibilität zu erhöhen und wo immer das möglich ist, in enger Absprache mit uns als Partner. Wo sind die Schwierigkeiten? Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich generell auch nicht zweckgebundene Mittel zur Verfügung zu stellen, muss natürlich in Durchführungsorganisationen auch eine gewisse Transparenz an den Tag legen. Das heißt, wir sind bemüht, durch unsere
Portale, auf der Länderstrategien stehen, eben die Informationen auch transparent zur Verfügung zu stellen. WFP hat sich auch im Rahmen des Grand Bargain verpflichtet, seine Daten an die International Aid Transparency Initiative zu geben und damit ganz transparent eben die Informationen zur Verfügung zu stellen, genauso wie Audit-Reporte oder Evaluierungen. Ich glaube, Geber sind natürlich auch unter dem Zwang, Berichte erstellen zu müssen über die Verwendung der Mittel. Insofern, glaube ich, kann das nur von Durchführungsorganisationen mit der nötigen Transparenz erreicht werden. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, Sichtbarkeit von Zuwendungen. Ungebundene, flexible Mittel haben natürlich auch eine geringere Sichtbarkeit unter Umständen, was gegebenenfalls auch für Geber ein Element sein könnte, warum sie dann eher geneigt sind, eher auf Appelle zu reagieren, weil eben dort eben die Bedarfe ganz klar definiert sind und auch eine Sichtbarkeit gegeben ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit einfließt. Aber nochmal, wir sehen Deutschland auf dem richtigen Weg und begrüßen wirklich die Möglichkeiten, im Rahmen der Gegebenheiten die Flexibilität auszuschöpfen. Dankeschön, dann hat jetzt Herr Südhoff das Wort. Vielen Dank für die Frage nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten und auch nicht traditionellen Gebern. Das ist ja so ein bisschen eine Gretchenfrage in der Finanzierungswelt oder war es lange in der Diskussion nach meiner Wahrnehmung, spätestens auch beispielsweise mit Blick auf den arabischen Raum seit der Syrien-Krise, seit dem Irak-Konflikt und so weiter. Die Fortschritte sind ja in der Tat in den 10, 15 Jahren bestenfalls als erratisch zu bezeichnen, wo es dann vielfach hier und da mal dazu kommt, dass eine große Spende, dass ein Staat wie Kuwait plötzlich 500 Millionen Dollar spendet oder es zu sehr zwiespältigen Engagement kommt, Stichwort aktuell Saudi-Arabien mit großen Zuwendungen für Hilfe im Jemen, wo gleichzeitig nun nicht von der Hand zu weisen ist, wer denn unter anderem für die humanitäre Not im Jemen mitverantwortlich ist als Kriegspartei. Ich muss gestehen, dass vielleicht auch ein bisschen persönlich gefärbt durch eigene Beteiligung an Diskussionen, die dann über viele Jahre zu wenig Erfolgen führten, auch wenn man klar sagen muss, dass Länder wie die BRIC-Staaten, also China, Brasilien und so weiter, da schon und auch Indien heute eine andere Rolle spielen als noch früher. Das ist aber, glaube ich, auch viele Jahre A, kein Gamechanger. Und die andere Frage ist auch, was macht man mit dem Zielkonflikt der schon erwähnten humanitären Prinzipien einer Hilfe, die nicht politisch instrumentalisiert wird. Wenn man sich im Entwicklungsbereich Chinas Rolle in Afrika anschaut, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es sehr, sehr stark nach nationalen und bedingt nach den Interessen der Hilfsempfänger eigentlich geht. In der Hinsicht, wenn es um neue, andere Arten von Finanzierung geht oder auch um die Reduktion der finanziellen Bedarfe, würde ich mehr Potenzial tatsächlich in anderen Instrumenten sehen, wie die antizipative Hilfe, die auch Deutschland dankenswerterweise massiv vorangebracht hat und die aber auch noch breitenwirksamer werden könnte, wenn andere Geber sie mehr fördern und mehr auf diese antizipative Hilfe setzen würden, mit der man massiv Hilfsbedarfe, gerade mit Blick auf Wetterdesaster, reduzieren könnte. Die Systeme sind heute so ausgefeilt und es ist übrigens auch eine Brücke zu einer Art privatwirtschaftlichem Engagement. So etwas wie Wetterversicherungen spielen heute da massiv eine Rolle, wo es möglich ist, ganze Staaten oder eben auch Gemeinden dagegen zu versichern, dass, wenn man weiß, alle 3, 4, 5 Jahre kommt eine Dürre, dann lässt sich ja ein Fonds anlegen und auch mit gewissen Hilfsgeldern, mit wenig Möglichkeiten, ein privater Mechanismus, um hier Hilfe zu leisten. Das wird nicht die humanitäre Hilfe international ersetzen können. Und es wird nichts daran ändern, dass die große Verantwortung an anderer Stelle dafür, glaube ich, liegt. Aber es könnte massiv dazu beitragen, glaube ich, Bedarfe zu verringern. Wenn Sie wissen, dass womöglich eine Flut kommt, können Sie bis zu, ich habe das Beispiel, glaube ich, in meinem Statement genannt, können Sie bis zu 6-mal auf Basis einer völlig falschen Wetterprognose Hilfe leisten und die Flut kommt gar nicht. Wenn Sie beim 7. Mal dann die Hilfe trotzdem vor der Flut geleistet haben, ist es immer noch billiger, als wenn Sie bis zum Ende gewartet haben, dann eine Luftbrücke aufbauen. Es ist viel würdevoller, Sie müssen viel weniger Hilfe leisten. Deswegen hat das wirklich Potenzial und wäre wert, mehr genutzt zu werden. Dankeschön. Dann hat jetzt Frau Nastic für die Linken das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Frisch, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass obwohl Ärzte ohne Grenzen sich entschieden haben, nicht an dem World Humanitarian Summit teilzunehmen, Sie das Ziel selbst unterstützen, Geld direkt vor Ort an humanitäre Helferinnen zu geben. In welcher Hinsicht kann Ihrer Meinung nach dies dazu beitragen, dass die Grundprinzipien der humanitären Hilfe, das Neutralitätsprinzip, Überparteilichkeit und Unabhängigkeit damit zu verwirklichen wäre. Sie schreiben ja auch in Ihrer Stellungnahme, unter anderem bezeichnen die das als Antihumanitarismus, auch am Beispiel des Jemen, das ja von der Saudi-Arabien angeführten Koalition unter anderem durch die Bomben einer Landblockade ausgesetzt ist, aber auch, dass viele zivile Einrichtungen wie unter anderem Krankenhäuser und Schulen kaputt gebombt wurden. Gleichzeitig ist aber Saudi-Arabien das, einer der größten Geldgeber der humanitären Hilfe. Sehen Sie da eigentlich Schwierigkeiten für humanitäre Helferinnen und Helfer vor Ort? Und werten Sie das eigentlich als auch ein Versuchs, ich sag mal, von Kriegsverbrechen sich hier quasi freizukaufen? Da ich noch ein bisschen Zeit habe, hätte ich noch eine Frage an Frau Schick. Sie sprachen ja vorhin in Ihrem Beitrag unter anderem davon, dass Sanktionen und Antiterrormaßnahmen zunehmend die Arbeit von humanitären Helferinnen erschweren würden. Könnten Sie das ein bisschen mehr ausführen, auch eventuell an einem Beispiel? Vielen Dank. Dankeschön, dann hat jetzt Herr Frisch das Wort. Ja, vielen Dank. Für die Frage zum einen nach tatsächlich Interessen auf eine gewisse Art und Weise, zum anderen in Bezug auf die Nähe. Ich fange vielleicht mit dem Letzteren kurz an. Ich würde sagen, dass gerade eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen dabei weitem nicht so weit ist, wie wir gerne sein würden und wie eigentlich sein sollten und wie auch andere Organisationen schon sind, was eine Lokalisierung angeht und was es angeht, zusammenzuarbeiten mit Menschen, die tatsächlich betroffen sind in humanitären Situationen. Und ich glaube, wir müssen da auch als Organisation noch ganz viele Hausaufgaben machen, um genau dahin zu kommen, dann eine humanitäre Hilfe zu leisten, die sich tatsächlich auch so versteht, dass die Menschen, die betroffen sind, sowohl von der humanitären Katastrophe als auch dann von den Hilfsleistungen, die Macht haben, zu bestimmen, wie sie auszusehen hat. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die im Moment gerade noch mal sehr viel stärker an Fahrt aufgenommen hat, wo wir als Ärzte ohne Grenzen auch lernen können aus zum Beispiel Diskussionen rund um den Grand Bargain und wo wir ja ganz selbstkritisch auch uns eingestehen müssen, dass wir da noch einiges an Arbeit zu tun haben. Vielleicht erstmal so viel dazu. Die andere Frage bezieht sich eigentlich, also vielleicht ein bisschen im Extremen, aber sie bezieht sich auf Interessen. Und das ist das, was wir die ganze Zeit hier besprechen, was auch in vielen Antworten und in vielen Beiträgen auch von anderen Expertinnen jetzt hier in dieser Anhörung natürlich die zentrale Rolle spielt. Auf eine gewisse Art und Weise tun wir uns leichter, die Interessen zu erkennen in solchen Extrembeispielen oder auch die Interessen Chinas auf dem afrikanischen Kontinent. Aber alle Staaten, die Geld geben für humanitäre Hilfe, tun das im Zweifelsfall nach Interessen, die nicht notwendigerweise humanitäre sind und die nicht notwendigerweise frei sind von anderen Erwägungen. Das ist ja genau das, warum man zum Beispiel als Ärzte ohne Grenzen immer wieder, man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie im Kampf gegen die Windmühlen, immer wieder versucht klarzumachen, dass es naiv ist anzunehmen, dass es interessensloses Geld gibt. Auch aus der Privatwirtschaft wird kein Geld kommen, das nicht mit bestimmten Vorstellungen und Agenten verknüpft ist, die eben erstmal nichts zu tun haben mit humanitären Prinzipien. Ich glaube, wichtiger als danach zu suchen, wie das komplett ausgeschlossen werden kann, ist es aber, darauf zu achten, dass diese Interessen nicht bestimmen, wie Projekte aufgesetzt werden. Und dass man sich wieder zurückbesinnt auf genau die wichtigen Safeguards in diesem Bereich, zum Beispiel zu sagen, was wir brauchen, ist die Möglichkeit, unabhängige Assessments zu machen von humanitären Bedarfen, ist die Möglichkeit, als Organisation auch zu reagieren an den Stellen und auf diese Art und Weise, wie wir das für richtig halten und wie wir die größten humanitären Bedarfe sehen und die verwundbarsten Menschen. Und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch dafür zu sorgen, dass nicht im Rahmen von Diskussionen rund um die bessere Verzahnung und Effizienzgewinne zwischen Entwicklungszusammenarbeit, Friedenssicherung, vielleicht Sicherheit und eben humanitärer Hilfe, wir ganz schnell in ein Fahrwasser geraten, wo genau diese Trennung eben nicht mehr stattfindet und wo politische Projekte wie sicherheitspolitische Projekte, migrationspolitische Projekte
eben rüberschwappen in genau das, was eigentlich davon frei sein sollte, nämlich das Fokussieren auf das Retten von Leben und das Lindern von Leid. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Frau Schick in der WebEx-Konferenz das Wort. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich hatte schon vorher einmal, das möchte ich gerne jetzt vertiefen, zu dem Bank-De-Risking. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Eine Minenklärungsanlage, die dann in der UK ist, die dann von Frankreich bewilligt für humanitäre Gelder, damit diese Minenmaschine in den Irak geht, um dort die Minen zu räumen. Minenräumungsmaschine. Entschuldigung, mein Deutsch ist manchmal etwas zweifelhaft nach vielen Jahren im Ausland. Und diese Maschine kommt nie im Irak an, weil sie ja durch sehr viele Länder muss. Und jedes Mal braucht es Genehmigungen und es braucht auch Bankgenehmigungen, es braucht andere Genehmigungen. Und jedes Land hat andere Regeln, es ist keine Koordinierung da. Und so gesehen ist diese Maschine nie dort angekommen, weil in der UK war die dann zweifelhaft auch für Kriegsoperationen möglich zu benutzen, obwohl sie eigentlich für Friedens... Also ein Land gibt eine Erlaubnis in der EU und ein anderes nicht. Und so geht das dann weiter, zum Beispiel. Oder Überführung von Geldern. Eine Bank schickt das Geld weiter. Die nächste im dritten Land wird es auch übernehmen, aber die in der Mitte sagen nein. Und dann dauert es ein Jahr, bis das Geld ankommt, zum Beispiel. Ich möchte auch noch was anderes sagen. Hier wurde sehr viel von Cash-Based gesprochen, gerade von den UN-Organisationen. Cash-Based, sind wir uns alle einig, ist sehr effektiv in speziellen Kontexten. Aber aufgrund dieser unheimlichen Kontrollen und dieser Skepsis, dass diese Gelder auch für Terrorismus und sowas entwendet werden können, wird es immer schwieriger, dieses Cash-Based auszuweiten. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also man muss sich schon überlegen, kann man für gewisse Länder Ausnahmen haben für die humanitäre Hilfe? Die Ausnahmen gibt es. Es gibt für Somalia eine Ausnahme. Es gibt auch Ausnahmen zum Beispiel in Bezug auf Petroleum in Syrien. Und sonst muss man in jedem Geberland eine Ausnahme für jedes verschiedene Projekt beantragen. Und das Dritte dazu ist auch, dass diese ganzen Sachen sehr technisch sind. Es gibt immer mehr Sanktionen und die sind auch absolut notwendig. Der Kampf gegen den Terrorismus ist auch absolut notwendig. Aber die Frage ist natürlich, wenn die Geber das Geld bewilligen und wann einig ist, dass humanitäre Hilfe benötigt, wie Ralf auch schon richtig sagte, dann braucht man auch mehr Guidance, mehr Richtlinien, wie man überhaupt damit umgehen soll, wie man das machen soll. Es gibt von den verschiedenen Mitgliedstaaten in der EU sehr, sehr wenig. Und ich weiß nicht ganz, wie es da bei Deutschland ist, aber Deutschland ist einer der größten Geber jetzt und hat sehr viel Respekt und hat da auch sehr viel vorangetrieben, auch unter der letzten EU-Ratspräsidentschaft. Aber da kann noch mehr gemacht werden. Herzlichen Dank. Danke an Sie. Dann hat jetzt der Kollege Kai Gehring für die Grünen in der WebEx-Konferenz das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hoffe auf guten Ton und gutes Bild. Den ersten Fragenkomplex möchte ich richten an Frau Schick, und zwar mit Blick auf die bessere Verzahnung von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit und der seit einiger Zeit hinzukommenden Komponente Frieden und damit Triple Nexus. Was ist aus Ihrer Sicht nötig für gute Nexus-Arbeit? Welche Rolle sollten dabei oder können dabei lokale NGOs spielen? Und wie kann eben ein menschenrechtsbasierter Ansatz hier systematisch implementiert werden? Ich fand das in Ihrer Stellungnahme sehr lesenswert, wo Sie beschreiben, dass die potenzielle Rolle von NGOs in der Friedensarbeit sein könnte, mehr Engagement bei Konfliktsensibilisierung und bei sozialem Zusammenhalt, Kohäsion. Können Sie hier noch ein paar Beispiele für ein derartiges Engagement darlegen? Die zweite Frage möchte ich gern an Herrn Südhoff richten. Bei
Ihrer Analyse der Ziele des Grand Bargains stellen Sie für den Bereich Lokalisierung fest, dass insbesondere lokal frauengeführte Organisationen und lokale Organisationen, die für Gender arbeiten, bei Förderentscheidungen internationaler Geber besonders vernachlässigt werden. Dazu haben Sie ein paar Hintergründe schon in Ihrem Gutachten beschrieben, aber wäre super, wenn Sie hierzu noch Erläuterungen geben können. Vor allem, wie lässt es sich verändern, dass Frauen hier eher als Opfer gesehen werden als als Handlungsakteurinnen? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann hat Frau Schick wieder das Wort und danach geht es hier zu Herrn Südhoff. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Frage, weil der Nexus sehr wichtig ist. Der Nexus war gar nicht in dem Grand Bargain drin. Den hat man später reingestellt und man ist auch wieder dabei, ihn rauszustellen. Und warum? Nämlich gerade deshalb, weil der Nexus sich jetzt so entwickelt hat, dass es auch noch den Triple Nexus gibt. Und das ist die sogenannte Friedenskomponente. Und das ist ja nicht so, dass wir haben ja alle gesagt, wir brauchen wirklich große politische Anstrengungen, um mehr Frieden und Konfliktlösung zu finden. Aber es ist doch auch so, dass die Humanitären, dass wir sehr viel auf bessere Verzahnung der humanitären und Entwicklungsarbeit arbeiten, weil das schon mal überhaupt nicht gut genug funktioniert, weil nämlich die Entwicklungshilfe sehr oft ganz langsam bewilligt wird und das dauert, man muss lange Anträge stellen, während es bei der humanitären Hilfe schneller geht. Und so gesehen braucht man da mehr Annäherung und nicht Verschmelzung zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklung, wie ja auch schon von manchen Experten hier gesagt wurde. Und man braucht auch Finanzierungsinstrumente, die flexibler sind, sodass es da keine Lücke gibt. Und diese Lücke gibt es in fast allen EU-Mitgliedstaaten. Jetzt möchte ich gerne noch ein Beispiel bringen, weil wir glauben, dass der Friedensteil eben auf, erstens ist er von den Staaten, der sogenannte Triple Nexus kommt wirklich von der UNO und sehr viel von den Mitgliedstaaten. Und nicht der, also während der humanitäre Entwicklungsnexus immer schon von den NGOs im Feld, weil die meisten beides tun, angewendet wurde. Aber bei der Implementierung hapert es eben. Und wir haben ein Projekt zum Beispiel in Nigerien. Da gibt es eines unserer Mitglieder, die machen also einerseits konfliktsensitive humanitäre Hilfe. Die sind bei Gewaltreduzierung. Die hatten zum Beispiel dann ein Projekt, wo sie auch versucht haben, herauszufinden, warum Mädchen und Jungen zu Boko Haram gehen. Das wurde dann von einem Geber unterstützt und das komplementierte dann die humanitäre Hilfe. Das braucht natürlich auch sehr viel Vertrauen. Und das Problem war, als dieses Projekt dann fertig war, gab es keinen Geber, der das weiterführen wollte. Und dann kriegt man auch Probleme auf lokaler Ebene. Oh, jetzt habt ihr keinen Geber, warum wollen die das nicht finanzieren? Ihr macht humanitäre Hilfe, ihr macht gleichzeitig, habt ihr auch Geld von anderen, die wir vielleicht als politisch sehen. Und so gesehen ist es ganz wichtig, bei dieser Friedensarbeit wirklich menschenzentrierte Arbeit zu machen und eben auf der Gemeinebene zu arbeiten, während natürlich die Staaten dann top-down von oben arbeiten müssen. Man braucht ja beides, das ist ganz klar. Sonst das eine löst nichts davon löst den Konflikt. Und beim Triple Nexus ist es wirklich so, dass da schon eine gewisse Instrumentalisierung und da kommt auch das mit der Konditionalisierung rein, weil die ganze Sache zur Migration und Sicherheitsdebatte ist Frieden auf großer internationaler Politik hauptsächlich Sicherheitspolitik oder ist Friedenspolitik, Gesellschaften zu schaffen, die resilient sind und nicht gewalttätig? Und ich glaube, das stelle ich mal als Frage in den Raum. Und so gesehen ist das klar, dass beim Triple Nexus wirklich die Instrumentalisierung der humanitären Hilfe leicht bei dem Friedensteil passieren kann. Und wir sind humanitäre Organisationen und Entwicklungsorganisationen, keine Friedensorganisationen. Bald müssen wir auch noch Klima machen und Gender machen, das werden wir alles tun, aber gewisse Dinge sind halt wirklich dann mit den Prinzipien schwerer vereinbar. Ich möchte auch zur Instrumentalisierung noch gerne eine Sache sagen. Aber und zwar war das beste Beispiel war Venezuela.
In Venezuela wurde humanitäre Hilfe nicht offiziell dargegeben, wo die Bedürfnisse am größten war, sondern da, wo es dann auch von gewissen Teilen der Regierung benutzt werden konnte. Und da waren die europäischen Staaten auch nicht so toll, weil sie ganz jede Seite hat so ihren Politiker unterstützt. Und da wurde humanitäre Hilfe leider sehr politisiert, als Beispiel. Das ist sehr... Dankeschön. Danke. Dankeschön. Herr Südhoff, Sie haben dann hier im Saal das Wort. Sehr gerne, vielen Dank für die Frage. Nach dem Gender-Aspekt, wir haben den in unserer Stellungnahme bewusst auch als Querschnittsthema eingefügt, obwohl Sie nicht danach gefragt hatten und es auch im Grand Bargain lange in dem Prozess nicht eine Rolle spielte bis vor ein, zwei Jahren. In der Tat ist es ein aus unserer Sicht massiv unterschätztes Querschnittsthema, was sich in der Tat daran zeigt, dass die Repräsentanz der Projekte vor Ort, aber auch der Personen vor Ort und ihre Repräsentanz in den Entscheidungen, wie beschrieben, unter Gender-Aspekten noch sehr viel schlechter ist. Sie haben ja auch einen Zielkonflikt natürlich zum Teil, wenn man die Vertreterinnen und Vertreter einlädt von lokalen Organisationen. Haben Sie, das wird man auch in Projektbesuchen vielfach feststellen, vielfach treffen Sie Männer im Wesentlichen und deswegen ist es auch ein wichtiges Querschnittsthema, in der Tat die Gleichstellung der Geschlechter auch als eigenes Ziel, sowohl in der humanitären Hilfe wie auch darüber hinaus mit zu berücksichtigen und eine gendersensitive humanitäre Hilfe als Querschnittsthema ernst zu nehmen. Wie weit da der Weg ist, kann einem, glaube ich, verdeutlichen, wenn man mal, die sind gar nicht so lang, wenn man sich mal die Mühe macht, die eigenen Reports der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Grand Bargain pro Jahr zu lesen. Letztes Jahr wurde dann explizit gefragt, was haben Sie zum Thema Gender und Geschlechtergerechtigkeit und so weiter beigetragen. Die Berichte sind wirklich sehr, sehr vage und es ist nicht zu verkennen, dass das etwas ist, was immer so ein bisschen nebenbei auch noch bedacht werden müsse, ohne dass es dann zu wirklich systematischen Projekten, Programmen, Initiativen kommt oder es in der Projektförderung systematisch berücksichtigt wird. Es ist vielleicht auf deutscher Seite ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das ernst genommen wird, wie eine Initiative ergriffen wird. Das Auswärtige Amt hat jetzt einen Gendermarker entwickelt, der auch vielfach gelobt wird. Aber es ist eben ein Pilot, der vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren begann, wo man bis jetzt noch nicht sagen kann, ob er wirklich eine Wirkung erzielt, wie substanziell er befolgt wird, wie Organisationen mit ihm umgehen können. Und entsprechend gibt es auch vielfach noch nicht mal Daten, in welchem Rahmen werden eigentlich wirklich gendersensible Projekte gefördert von internationalen Organisationen, von NGOs, von anderen Gebern. Und deswegen steht man da vielfach noch am Anfang und muss das, glaube ich, was ja auch in der Diskussion ist, als ein zentrales Querschnittsthema für die Zukunft des Grand Bargain sehr ernst nehmen. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine kurze dritte Fragerunde anzuschließen und ich würde das Einverständnis der Kolleginnen und Kollegen voraussetzen oder abfragen, dass wir jetzt in dieser dritten, letzten Runde pro Fraktion jeweils nur einen Sachverständigen befragen. Dann kommen wir relativ gut auf eine halbe Stunde Möglichkeit. Und gegenteilige Meinungen dazu vernehme ich nicht. Und dann hat jetzt der Kollege Altenkamp für die CDU-CSU das Wort. Ja, vielen Dank. Schade. Dann muss wieder Herr Südhoff ran bei mir, weil ich glaube, da ist die Frage vielleicht gut aufgehoben, weil Sie ja durchaus als Think Tank so einen gewissen Gesamtüberblick haben. Und als ich die erste Veranstaltung Ihrer Institution besucht hatte, da hatten Sie diesen Begriff Deutschland als humanitärer Riese im Verhältnis zu anderen geprägt. Das hat sich auch bei mir festgesetzt. Und was mich in der Diskussion gerade so ein bisschen auch, da bin ich drüber gestolpert, interessengeleitete Politik. Also ich weiß das so ein bisschen von mir als Mitentscheidungsträger, auch in Gremien so von mir. Also ich wüsste nicht, wenn ich hier über humanitäre Hilfen mitentscheide, welche interessengeleitete Politik ich bei der Hilfe für Menschen im Jemen oder in Mali oder wo auch immer auf der Welt, welche Interessenleitung bei mir zugrunde liegt, außer dass mein christliches Selbstverständnis mir sagt, Menschen in Not muss geholfen werden, Punkt. Insofern mag das in anderen Staaten und anderen Nationen anders sein. Ich möchte das aber für uns durchaus
in weiten Teilen in Anspruch nehmen. Und Sie haben das Wort Effizienz auch, dieses Spannungsfeld genannt. Und jetzt sage ich mal so, manche humanitäre Hilfe kann ja auch nur möglich gemacht werden, wenn man diejenigen, die helfen, auch guten Gewissen in Krisensituationen reinschicken kann. Und dazu zählt manchmal eben auch, dass man eben, ich sag mal, eine robuste Sicherheitsstruktur flankierend daneben stellen muss. Und ich sag mal, Projekte der Gewaltreduzierung kann ja häufig erst im nächsten Schritt sein, wenn man, ich sag mal, die beiden Streithähne auseinander nimmt und sagt so, jetzt ich stelle mich dazwischen und jetzt ist mal Schluss mit lustig. Würden Sie sich dort manchmal oder meinen Sie auch, dass manche NGOs etwas zu zurückhaltend sind, wenn es darum geht, auch mal, ich sag mal, den robusten Sicherheitsaspekt auch mal einzufordern und nicht einfach zu sagen, naja, wir versuchen jetzt alles, um irgendwie humanitär zu helfen, aber Militär ist möglicherweise nicht die Ultima Ratio, aber vielleicht wäre es doch manchmal ganz sinnvoll, auch ein robustes internationales Mandat einzufordern, damit man den Menschen vor Ort überhaupt helfen kann. Weil wir haben es ja nicht nur mit Naturkatastrophen zu tun, wo man sagt, da sind sich alle einig, da gehen wir jetzt hin und die Staaten machen ihre Grenzen auf und können helfen, sondern wir haben es ja auch mit Failed States zu tun, wo keine Strukturen da sind. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, wo keine Strukturen da sind, etwas zu tun und wo man wirklich erstmal auch logistisch und sehr robust auch reingehen muss, damit man überhaupt den Menschen helfen kann. Herr Südhoff, Sie haben das Wort. Das sind ja zwei ganz kleine Fragen jetzt so in der letzten Runde. Ich versuche mal beides in einer Minute. Ich glaube, eine interessengeleitete deutsche Politik lässt sich nicht festmachen, und da widersprechen wir auch teils anderen Einschätzungen, wenn man sich die Finanzierung bestimmter Operationen anschaut. Wir haben das auch in der Stellungnahme noch mal versucht zu analysieren. Man kann nicht sagen, dass die Förderung bestimmter Krisen durch deutsche humanitäre Hilfe beispielsweise zu einer Überfinanzierung von Krisen führen würde, wo man offenkundigerweise klare deutsche Interessen vermuten würde. Man kann nicht sagen, die Syrien-Krise ist überfinanziert, weil wir die Migrationsabwehr von Syrerinnen und Syrern priorisiert haben, was definitiv der Fall ist. Und es bestreitet, glaube ich, auch niemand, dass es hier teils zu einer Vermischung bei den Entscheidungen kommt. Man kann aber nicht sagen, dass es zu einer Überfinanzierung kommt, beispielsweise des Syria Regional Plans, der ist dafür zuständig, Syrerinnen und Syrer, die in die Nachbarstaaten geflohen sind, zu unterstützen. Der ist einer der am schlechtesten finanzierten humanitären Pläne weltweit. Wo ich aber Ihnen widersprechen würde, ist in anderen Bereichen, wo es nicht um klare Finanzentscheidungen geht, die teils da sicherlich auch sich hier und da in einer Grauzone bewegen, was, glaube ich, auch die Beteiligten nicht immer abstreiten würden. Aber man kann ja nicht Deutschland davon freisprechen, dass überhaupt keine Seenotrettung mehr von staatlicher Seite im Mittelmeer erfolgt. Man kann ja nicht Deutschland davon freisprechen, dass in Griechenland die Zustände in den Flüchtlingslagern teils als die schlimmsten weltweit beschrieben werden. Man kann ja Deutschland nicht komplett davon freisprechen, dass es eine europäische Waffenexportpolitik gibt, die auch, Stichwort Saudi-Arabien haben wir schon genannt, von europäischer Ebene definiert und bestimmt wird. Und Deutschland ist nun mal jetzt auch nicht Lettland in der EU. Also das, so einfach kann man sich dann, glaube ich, auch quasi, was die Kohärenz anbelangt, in der Tat nicht machen und muss es, glaube ich, dann auch versuchen, zusammenzubringen, um auch selbst so glaubwürdig wie möglich zu bleiben und die wirklich wichtigen Initiativen, die auch wirklich ehrenwert und, glaube ich, sehr, sehr aufrichtig auf allen Ebenen versucht werden, zum Schutz der humanitären Hilfe und der Prinzipien dann eben auch nicht zu unterlaufen. Wünschte ich mir teils in dem Dilemma, was Sie, glaube ich, korrekt beschreiben, immer mehr Hilfe muss in fragilen Staaten und auch in Konflikten geleistet werden. Braucht es dann nicht teils auch mehr Sicherheit? Braucht es womöglich militärische Kräfte? Das glaube ich teils durchaus, als wenn Sie mich jetzt als Privatperson fragen. Wenn Ihre Frage aber ist, ob ich mir wünsche, dass humanitäre Hilfsorganisationen dann auch mehr danach rufen, dann würde ich sagen, nein, das ist, glaube ich, nicht die Rolle, sondern kann auch, wie das hier ja teils auch schon korrekt beschrieben wurde, die Arbeit der humanitären Organisation unterlaufen.
Sie müssen sich aus diesem Konflikt raushalten, damit Sie nicht, und sei es in Zukunft als Kriegs-, als Konfliktpartei auch nur wahrgenommen werden. Ob es teils notwendig ist, dort Sicherheit zunächst mal zu schaffen, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber ich glaube, wäre der falsche Weg, just bei den Humanitären auf Lobbyismus, auf Advocacy-Arbeit für militärisches Engagement zu hoffen, auch wenn es das Dilemma teils nicht lösen kann, vor dem, glaube ich, alle, die das praktisch mal entscheiden mussten, immer wieder stehen. In welchem Rahmen ist da eine Kooperation, nur ein Informationsaustausch oder hier und da auch womöglich ein geschützter Konvoi sinnvoll? Und wo ist er aber ganz, ganz schädlich auch für die Hilfe in Zukunft? Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Jürgen Braun für die AfD-Fraktion das Wort. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Manches ist mir jetzt ein bisschen zu sehr Harmoniesoße. Ich vermag es nicht einzusehen, warum man nach über 70 Jahren der UNRWA in dieser Form weiterhin unkritisch die Gelder zuschiebt. Ich vermag es nicht einzusehen, warum Deutschland die richtige amerikanische Entscheidung ausgleicht. Ich vermag es nicht einzusehen, warum Deutschland antijüdische Schulbücher finanzieren muss über die UNRWA. Das muss man mal ganz deutlich hier sagen. Das hat nichts mit humanitärer Hilfe zu tun, was die UNRWA da seit über 70 Jahren macht. Das wird immer weniger, das wird immer mehr propagandistisch gegen den Staat Israel und die Juden gerichtet. Und ich möchte noch mal Herrn Dr. Böhnke fragen, was halten Sie für angemessen, mit einer Organisation wie der UNRWA nach über 70 Jahren angeblich humanitärer Hilfe dort die Organisation ersetzen durch eine Nachfolgeorganisation, die dann mehr dem Etikett entspricht und vielleicht sich nur auf humanitäre Hilfe beschränkt oder Kürzung der Gelder? Was ist in diesem Fall entscheidend? Denn wir wissen alle, die UNRWA ist nicht entscheidend dafür, dass dort niemand verhungert. Das ist eine falsche Behauptung, die durch nichts gestützt werden kann. Herr Dr. Böhnke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vorab noch ein Wort zur Effizienz, das ja mehrmals hier aufkam. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Effizienz heißt nicht immer den Billigsten. Nicht immer dahin gehen, wo es am billigsten ist, sondern Effizienz heißt unter den gegebenen Umständen Value for Money. Ja, also natürlich kostet das in Syrien mehr, als wenn Sie es woanders machen. Das war nur noch zur Effizienz, zur Klarstellung. UNRWA ist natürlich ein schwieriges Problem. Und wir haben da ein generelles Problem, das hängt mit der Exit-Strategie zusammen. Wenn wir irgendwo reingehen, sollten wir normalerweise eine Exit-Strategie haben. Beispielsweise Afghanistan. Wann gehen wir aus Afghanistan raus? Wann gehen wir aus Syrien raus? Wann gehen wir aus Mali raus und so weiter. Diese Exit-Strategie mag vielleicht bestanden haben bei UNRWA, aber es ist schon so lange her, dass keiner mehr so heißt. Und sie liegt auch nicht mehr in der Hand derjenigen, die die Hilfe leisten, sondern sie liegt in der Hand der politischen Player. Nicht jedes Mal wird politisch entschieden, wir machen das noch weiter. Wenn Sie mich fragen, was könnte man stattdessen machen, ich meine, da sollte Entwicklungshilfe rein. Im Moment haben wir es ein bisschen schwierig. Die EU finanziert einen Flughafen dort und dann gibt es wieder einen Konflikt und die andere Konfliktpartei, ich brauche ja nichts sagen, wer bombardiert den, dann ist der Flughafen wieder weg. Wir haben das Geld umsonst ausgegeben. Aber dazu braucht es einigermaßen stabile politische Verhältnisse, bevor wir mit der Entwicklungshilfe da reingehen können. Ich sage ja, Entwicklungshilfe ist letztlich Hilfe zur Selbsthilfe, sodass die Leute alleine sich allein zurechtkommen. Und das ist aber hier eine sehr vertrackte politische Lage, die wir mit der humanitären Hilfe gar nicht lösen können. Und ob Sie nun sagen, wir streichen das wie die Amerikaner, weil das ja eine politische instrumentalisierte Hilfe ist, das ist eine andere Frage. Das kann ich nicht beantworten. Das müssen die politischen Träger entscheiden. Aber wie gesagt, es wäre schön, wenn das sozusagen übertragen würde in eine geplante Entwicklungshilfe, die das Land weiter aufbaut und den Leuten dort ermöglicht, aus eigener Kraft ihre Wirtschaft und ihr Leben zu gestalten. Dankeschön. Frau Özos für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Ich möchte angesichts dessen, was ich gerade gehört habe, vielleicht nur noch mal Herrn Südhoff sehr danken für seinen Beitrag, dass wir eben wirklich danach gucken, wo Leute Hilfe brauchen und auch danach gehen, wie und wo wir humanitäre Hilfe dann entsprechend auch hinbringen müssen. Und ich sage mal, jetzt kann ich dann ja auch am Ende noch mal, wenn ich das gerade so höre, Herr Braun, noch ein Reizwort für Sie fallen lassen, weil Frau Lump hat noch über den globalen Pakt für Flüchtlinge gesprochen, auch in ihrer Stellungnahme, den ja viele hier unterstützen, aber einige ja ganz furchtbar finden. Und ich wollte jetzt doch noch mal fragen, inwiefern dieser globale Pakt für Flüchtlinge auch in der Entwicklungszusammenarbeit, Sie nehmen den ja besonders in den Blick, inwiefern war das jetzt hilfreich oder ist das ein Weg, mit dem man Schritte begehen kann? Oder sehen Sie da eher Hindernisse, gerade was die humanitäre Hilfe bedeutet? Und haben wir immer noch zwei Referenten? Nee, dann lasse ich es bei Frau Lump jetzt. Ja, vielen Dank. Alles klar. Frau Lump, Sie haben das Wort. Ja, danke für die Frage. Und in der Tat ist es so, dass sich für uns, für UNHCR, für Flüchtlingssituationen der Nexus zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor allem durch den globalen Pakt für Flüchtlinge und dessen Ziele konkretisiert hat. Zum einen sind im globalen Pakt internationale Finanzinstitutionen und Akteure der Entwicklungszusammenarbeit explizit genannt als Partner in der Antwort auf große Fluchtbewegungen und Fluchtsituationen. Und das insbesondere mit Blick auf die zwei der vier Ziele. Das eine Ziel, den Druck auf Aufnahmeländer und Aufnahmegemeinschaften zu mindern. Und Flüchtlinge bei der Eigenständigkeit zu unterstützen. Da sehen wir, dass seitdem auch viele Fortschritte in der sinnvollen Verzahnung von humanitärer Hilfe und längerfristigen Entwicklungsmaßnahmen stattgefunden hat. Und zwar werden zunehmend mehr jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit gezielt Aufnahmeländer von Flüchtlingen unterstützt, insbesondere bei der Kapazität der Infrastruktur, beispielsweise im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, was insofern zum einen wichtig ist, weil es sowohl der lokalen Bevölkerung als auch den Flüchtlingen zugutekommt und zum anderen, weil es auch zur Inklusion und Integration von Flüchtlingen beiträgt. Und ganz konkret gab es bei uns sehr nennenswerte Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen UNHCR und der Weltbank, die durch spezifische Instrumente wie das IDA 18 Refugee Subwindow in 14 Ländern, die schon bereits Gelder vergeben wurden und 35 größere Projekte der Unterstützung in Aufnahmeländern initiiert haben. Und auch während der Covid-Pandemie, wo es zusätzliche Gelder für eine Reihe von Ländern gab als Zuschüsse, war es wichtig, dass da insbesondere Maßnahmen gefördert wurden, in die auch Flüchtlinge eingebunden sind. Also wir sehen jetzt, dass konkret tatsächlich sich durch den globalen Pakt und insbesondere durch die klare Zielsetzung, Aufnahmeländer von Flüchtlingen zu unterstützen, dass sich da sehr viel auch in der Entwicklungszusammenarbeit bewegt hat. Herzlichen Dank. Ich würde für die FDP-Fraktion noch einmal die Frage an Herrn Knoch richten, für die wir vorher keine Zeit mehr hatten. Und zwar sprachen Sie über die sogenannten Building Blocks, eine Blockchain-Plattform, die Sie beim WFP seit
ihre Entwicklung 2017 betreuen und oder bereitstellen. Und meine Frage an Sie wäre noch einmal, ob Sie vielleicht ein bisschen mehr über das Potenzial von Blockchain, aber auch von anderen digitalen Anwendungen, die man vielleicht nicht in erster Linie mit humanitärer Hilfe in Verbindung bringen würde, aber die durchaus dazu führen können, dass Hilfe effizienter gestaltet werden kann und den Vorteil vor allen Dingen bei diesen Cash-Transfer-Methoden einmal nochmal herausheben können. Das wäre wunderbar. Vielen Dank. Dann haben Sie auch direkt das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, dass ich noch die Möglichkeit bekomme, auf die Frage zu antworten. Ja, Blockchain, eine ganz spannende neue Technologie. Wie bereits erwähnt, setzen wir sie ein bei Cash-Based Transfer. Modalitäten. Sie ermöglicht den sicheren Transfer, Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu verwalten, den direkten Zugang. Dadurch erreichen wir auch wieder Effizienzgewinne. Wir haben eben bei diesen Cash-Based Transfers erhebliche Summen einsparen können, weil eben zum Beispiel Banken oder Finanzinstitute in der Übermittlung nicht mehr notwendig waren. Darüber hinaus haben wir jetzt ein Pilotprojekt im Gange, das wir in Djibouti einsetzen. Da schauen wir eben, wie kann Blockchain uns helfen, im Bereich der Lieferketten und Transport effizienter zu werden, die Kommunikation zwischen den einzelnen Teilhabern zu verbessern. Die Rückverfolgbarkeit ist gegeben und das ist ein ganz spannendes Projekt, was eben über die Cash-Based-Transfer hinaus eben im Lieferkettenbereich jetzt eingesetzt wird, mithilfe unseres Innovation Accelerators. WFP hat vor 5 Jahren dank der großzügigen Unterstützung von Deutschland, sowohl des Auswärtigen Amtes als auch des BMZ und des Freistaats Bayerns in München, also ein genanntes Innovation Lab etabliert. Und das ist eben ganz spannend, weil dort neue Innovationen getestet werden. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem NGO-Bereich, aus dem UN-Bereich, aber auch mit Wissenschaftlern und dem Privatsektor. Und natürlich diese spannenden Innovationen werden vor Ort getestet unter Einbeziehung der Personen, die sie unterstützen sollten. Da sind schon viele spannende Innovationen entstanden. Dieser Innovations-Accelerator ist sozusagen, Herr Südhoff sprach es vorher an, sozusagen auch ein Safe Space to Fail, weil man eben wirklich Dinge ausprobieren kann und schauen kann, was im Bereich der humanitären Entwicklungszusammenarbeit für Erfolge nutzbar sein kann. Es gibt dort auch verschiedene Apps. Also wir hatten auch eine App im Bereich der Ermittlung von Mangel oder Unterernährung von Kindern, die eben dort auch getestet wurde als Pilot, weil sie digitale Lösungen ansprachen. Das ist ganz, ganz vielfältig aufgestellt und wir sehen da ganz großes Potenzial und sind halt auch sehr froh, dass in München eben dieses Zentrum, was allen humanitären Partnern zur Verfügung stellt. Das ist also nicht exklusiv für WFP, sondern wir laden da immer 3-mal im Jahr, haben wir einen Call für Proposals und da können alle dran teilnehmen. Also da gibt es ganz großes Potenzial. Wie gesagt, einige Pilotprojekte laufen und wenn sie Erfolg indizieren, dann werden sie auch im Feld pilotiert und die Möglichkeit für ein Scale-up, wenn die besteht, verfolgen wir das sehr gerne. Und Deutschland war da wirklich ein Vorreiter, die uns unterstützt haben, eben diese Innovationen voranzutreiben. Herzlichen Dank. Dann hat Frau Nastic für die Linken das Wort. Ja, noch mal eine Frage an Herrn Frisch. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die Instrumentalisierung der humanitären Hilfe sei nichts Neues, leider. Frau Schick hat es ja vorhin beschrieben, am Beispiel Venezuelas. Wir erinnern uns, vor geraumer Zeit stand ja auch in den Medien, Venezuela würde keine humanitäre Hilfe zulassen. Andererseits hat sich herausgestellt, dass seitens der Bundesregierung lange Zeit humanitäre Hilfe an Venezuela zurückgehalten wurde. Könnten Sie das ausführen, was Sie genau damit meinen, anhand einiger Beispiele vielleicht, auch unter anderem im Bereich der Terrorismusbekämpfung, aber auch eben Missbrauch humanitärer Hilfe, auch zum Beispiel bis hin zu Regime-Change-Zwecken? Dankeschön. Herr Frisch, Sie haben das Wort. Auch eine einfache Frage zum Schluss. Ja, Instrumentalisierung, humanitäre Hilfe.
Es gibt tatsächlich viele Beispiele. Venezuela ist definitiv eins. Muss allerdings auch sagen, dass in den allermeisten Konfliktsituationen es natürlich schon so ist, dass am Konflikt beteiligte Parteien ein gewisses Interesse haben, Ressourcen zu kontrollieren. Zum Beispiel Gesundheitsversorgung zu kontrollieren, Nahrungsmittel zu kontrollieren. Das sind Machtinstrumente. Deswegen ist es natürlich, und das liegt schon fast in der Natur der Sache, oft so, dass die humanitäre Hilfe sich auf den verschiedenen Ebenen von vor Ort bis hin zu klimatisierten Geberrunden letzten Endes Interessen konfrontiert sieht, die versuchen, die humanitäre Hilfe in die eine oder andere Richtung zu ziehen. Und die Herausforderung, das meinte ich vorhin auch eben mit der Interesse, die Herausforderung für humanitäre Organisationen ist genau, sich das immer wieder bewusst zu machen und immer wieder sich daran zu erinnern, worum es eigentlich tatsächlich geht und vor allem auch nicht naiv zu sein, zu glauben, es gäbe interessenlose Politik, weil die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arten, wie sich das ausprägt und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, und da schließe ich mich Herrn Südhoff an, dass jetzt sozusagen sich es bei der deutschen humanitären Hilfe um eine besonders harte Interessenpolitik handelt. Aber nichtsdestoweniger stimmt auch, dass es natürlich so ist, dass deutsche Außen-, Sicherheits- und Migrationspolitik genau das auch mitbestimmt. Insofern, zusammenfassend vielleicht zu sagen, ja, Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe existiert, kommt immer wieder vor, insbesondere in Konflikt- und Kriegskontexten. Und es ist eben genau die Herausforderung, Reformen so zu gestalten, dass möglichst viele Sicherheitsmaßnahmen gegen diese Instrumentalisierung eingezogen werden. Danke. Vielen Dank, Frau Bause für die Grünen. Ja, ich würde gerne in meiner letzten Frage Frau Iseli noch mal adressieren. Sie hatten den Punkt der vorausschauenden humanitären Hilfe erwähnt. Wir haben das Thema immer mal wieder gestreift, aber noch nicht so wirklich vertieft. Und ich finde das ganz entscheidend. Sie haben gesagt, nur 1% der Mittel ginge in die vorausschauende humanitäre Hilfe. Und das wäre, gerade wenn es um Effizienz geht, natürlich etwas, wo wir sehr viel Wichtiges und Gutes tun könnten. Jetzt hat die Bundesregierung ist ja da auch aktiv, das Auswärtige Amt. Vielleicht könnten Sie das noch mal für uns bewerten. Wie sehen Sie das aus der Praxis? Reicht es aus? Muss da noch mal nachgesteuert werden? Was ist da zu tun? Und im Zusammenhang mit dem Grand Bargain, in welcher Art und Weise ist dort oder muss dort dieser Aspekt der vorausschauenden humanitären Hilfe verankert werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade auch, weil das ja Kosten reduziert, ne? Also Kosten und Leid. Ne? Also wir haben da sozusagen eine Win-Win-Situation. Wir sind als Wertungehilfe in einem Pilotprojekt zusammen mit dem Auswärtigen Amt, Forecast-Based Financing heißt das, wo es darum geht, dass man jetzt am Fall von Madagaskar anhand von Wetter- und Erntedaten evaluiert, ab wann hat eine gewisse Region in Madagaskar nicht mehr genug Ernte, sodass die Menschen davon nicht leben können. Und unsere Erfahrung ist, und wir sehen da auch wirklich, dass das ein Modell ist für die Zukunft, dass man eben anhand von harten Fakten frühzeitig anfängt zu bestimmen, ob eine Krise kommt oder nicht. Die Heuschreckenbeispiele waren vielleicht so ein bisschen plakativ, aber ich glaube, es hilft trotzdem, sich dem nochmal so das sich zu vergegenwärtigen, was es eigentlich dann bedeuten würde. Oder? Und ich glaube, wir brauchen da den Mut, dass wir uns auf diese Vorsagedaten verlassen und dass wir auf einer sogenannten No-Regret-Basis agieren. Also dass wir sagen, okay, es kann dann auch sein, dass wir Geld investiert haben und die Krise ist nicht gekommen. Sehen wir ja jetzt auch in der Pandemie, ne? Dass wir sozusagen präventiv aktiv sind, damit die Zahlen unten bleiben. Und das Zweite ist nachher wirklich auch die Vorsorge. Also Beispiel Haiti, das ich auch aus meiner Vergangenheit gut kenne. Da kommt mit ziemlicher Sicherheit jedes Jahr ein Hurrikan, ein Zyklon über diese Insel. Und wir haben angefangen als Welthungerhilfe da mit Vorsorgekomitees zu arbeiten, dass die Menschen realisieren, dass sie wissen, der Zyklon kommt, der ist im Anmarsch, dass sie wissen, was sie tun müssen, um erstmal Leib und Leben, aber danach auch Hab und Gut sozusagen zu schützen. Und ich glaube, dass wenn wir einerseits in diesem Forecast-Based Financing und dann eben das auch in Handlungen präventiv übersetzen, dass wir da
sowohl auf der Ebene Kosten als auch auf der Ebene Bedarfe sehr viel einsparen könnten. Also wir sehen da ein sehr großes Potenzial und wir würden uns wirklich erhoffen, dass gerade diese Pilote, die ja auch von der Bundesregierung unterstützt werden, auch hier evaluiert und dann ausgewertet werden. Ich glaube, das ist da, wo die Reise hingeht. Zum Thema Grand Bargain, deswegen haben wir es ja auch in unserem Papier geschrieben, das kommt da so noch nicht vor. Wir glauben aber wirklich, dass das ein wichtiger Hebel wäre, um eben gemeinsam auch in Zukunft die Bedarfe überhaupt nicht mehr so in die Höhe treiben zu lassen, sondern sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe in dem Sinn nicht mehr notwendig wäre. Herzlichen Dank, Frau Iseli. Wir sind am Ende unserer dritten Fragerunde und auch am Ende der öffentlichen Anhörung. Ich glaube, das Thema zeigt sehr gut, dass diese Debatte noch sehr, sehr lange Zeit weitergeführt werden wird. Aber dass der Ausschuss ja auch mit einigen von Ihnen als Sachverständigen auch in anderen Anhörungen ja schon an diesem Thema gearbeitet hat, das auch weiterhin tun wird und auch jetzt im Rahmen des Jubiläums des Humanitarian Summits weiter an diesem Thema dranbleiben wird. Und in diesem Jahr war das vielleicht im letzten Legislaturjahr der 19. WP der Auftakt für den weiteren Prozess, auch im Gespräch mit dem Auswärtigen Amt in den kommenden nicht öffentlichen Sitzungen des Menschenrechtsausschusses weiter, vor allen Dingen in dem Bereich antizipatorische Hilfe zu arbeiten. Und von daher bedanken wir uns ganz herzlich im Namen des gesamten Ausschusses, auch bei Ihnen Sachverständigen hier im Ausschusssaal, aber auch natürlich für die Möglichkeit, dass Sie sich von Brüssel bis Berlin, Herr Knoch, Frau Schick und Frau Lump, vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich muss jetzt gucken, ob ich niemanden vergesse, der sich zugeschaltet hat. Nein. Auch für die Anwesenheit der anderen Kolleginnen und Kollegen in der Konferenz und hier im Ausschusssaal und natürlich hoffentlich bei der Öffentlichkeit, die zugesehen hat oder das vielleicht noch tun wird. Ich schließe die Sitzung und wir gehen jetzt alle relativ schnell wahrscheinlich gesammelt rüber zur namentlichen Abstimmung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal.